Hi. Hallo lieber Zuschauer. Schön, dass du schon eingeschaltet hast. Wir spielen gleich eine Runde Pub-Quiz. Wir freuen uns sehr darauf. Ich freue mich auch. Und wir erklären kurz die Regeln. Regel Nummer 1. Und zwar der Ablauf erfolgt wie folgt. Wir spielen 6 Kategorien insgesamt. 2 Fragerunden. Nach jeder Fragerunde gibt es eine Antwortrunde. Genau. Noch wichtig ist zu wissen, ihr schnappt euch einen Zettel. Irgendeinen Zettel. Einen großen Zettel, einen kleinen Zettel, einen ganz kleinen Zettel, einen riesengroßen Zettel. Den Zettel benutzt ihr, um eure Antworten raufzuschreiben. Ihr spielt entweder alleine, wenn ihr alleine zu Hause seid, oder ihr macht Skype mit mehreren Leuten und filmt euch im Team. Wie auch immer, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Regel Nummer 3. Wer cheatet, ist blöd. Also cheatet nicht, benutzt kein Google, benutzt kein Smartphone, um irgendwie auszuchecken, wie die Frage richtig beantwortet werden könnte, sondern benutzt euren Kopf. Darum geht's. Das war eigentlich Regel Nummer 4, aber ja, kein Problem. Auch Regel Nummer 4 ist, und zwar könnt ihr ja unten den Chat benutzen. Den Chat benutzt ihr, um euch zu sagen, ey, wie cool ich heute drauf bin, wie gut es mir geht, wie schlecht es mir geht, könnt ihr uns auch mitteilen. Wichtig ist, bitte postet keine Antworten da rein. Keine Antworten in den Chat, ansonsten fliegen ihr raus. Geht das? Ja. Ja. Sehr gut. Ciao. Und, die letzte Regel ist natürlich, wascht euch die Hände und habt viel Spaß beim Pub-Quiz. So, wir müssen hoch. Ja, los. Die Eier kochen. Okay. Bis gleich. Juhu. Sören, wir sind auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Ach, ah, geil. Rudi, cool. Herrlich, dass wir es mal ins Internet schaffen. Oder? Krass. Wahnsinn. Ja. Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Mhm. Erstmal, genau. Wir sind auf jeden Fall echt ein bisschen aufgeregt. Mhm. Die Regeln habt ihr ja gerade gesehen. Sollen wir sie trotzdem nochmal? Ja, ich würde sagen, einmal, um alle Leute abzuholen. Guck mal, wir sind jetzt hier live. 1,6 Millionen schon. Ich glaube, nicht alle haben das Video von Anfang an gesehen, deswegen ja, hau doch mal raus. Sören, vielleicht ganz kurz, also zum Ablauf. Es läuft im Prinzip so, wir haben 6 Kategorien vorbereitet und es gibt 2 Fragerunden. Nach einer Fragerunde machen wir eine Antwortrunde und dann kommt die zweite Fragerunde. Genau, wer schon mal beim Pub-Quiz weiß, dass es hier ein sehr hohes Niveau herrscht, aber das kriegen wir, glaube ich, alle zusammen hin. Wir haben ja das Internet. Wichtig ist, wie gerade Sören schon gesagt hat, dass ihr bitte, oder hat er noch gar nicht gesagt, sondern ich glaube, in dem Beitrag hast du das nur gesagt, ja. Dass ihr bitte nicht googelt oder dass ihr nicht irgendwie in die Chats schreibt, die Antwort in die Chats schreibt. Das ist immer so ein bisschen blöd und versaut so ein bisschen den Spaß. Das ist so quasi, stellt euch vor, wir sitzen beim Pub-Quiz und ihr schreit da rum und sagt die Antworten vor. Das will keiner, das findet niemand gut. Richtig. Das brauchen wir hier nicht. Genau, und an sich, das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, läuft das einfach so, dass ihr euch einen Zettel holt aus eurem Haushalt. So einen Zettel zum Wahrscheinlich Beispiel. Wahrscheinlich habt ihr einen Zettel, einen DIN A4 Zettel, weißes Papier oder schwarzes Papier, dann braucht ihr aber einen weißen Stift. und dann macht ihr euch, also ihr bastelt euch quasi einen kleinen Antwortzettel, wo ihr sozusagen Frage 1 draufschreibt und dann schreibt ihr da gleich die Antwort hin, behaltet es für euch und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier funktioniert. Genau, wir sind auch sehr gespannt, wie das so funktioniert. Wir haben auch schon ein paar Leute im Chat. Also genau, ihr könnt natürlich uns gerne schreiben. Wir versuchen darauf zu antworten, beziehungsweise haben wir hier auch eine Redaktion. Wir sind ja Profis, sitzen, die quasi für uns das machen. Das ist so, wenn man Star ist, dann ist es irgendwann so, dass jemand für einen schreibt, ja, weil man einfach nicht mehr hinterherkommt. Gerade bei so vielen Anfragen kann das schon mal dazu kommen. Wir entschuldigen uns auch jetzt schon dafür. Ja. Aber genau. Wo du gerade, genau, also von wegen, wir haben jetzt ja irgendwie Schreiberlinge für uns. Es ist so, wir geben ja jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Preis, als wir normalerweise beim Pub-Quiz preisgeben würden. Und zwar haben wir uns hier quasi mit dem eingedeckt, wie wir normalerweise die Fragen sozusagen produzieren. Hier vorne, weiß nicht, ob das jemand sieht hier, Biolek ist quasi unser Nummer 1, was
sozusagen die kulinarische Seite. Ja, die kulinarische Seite. Und deswegen haben wir nämlich tatsächlich auch uns gedacht, wir bringen uns das Pub quasi nach Hause und machen hier ein bisschen English Breakfast nebenbei. Was gibt's denn? Es gibt Eier, es gibt Bohnen, gute Molotow-Bohnen. Gibt's die schon im Shop? Ja, die gibt es noch nicht im Shop, aber eventuell, falls, also könnt ihr ja mal in den Chats schreiben, ob euch das gefällt, dann könnt ihr auch ein paar Molotow-Bohnen bestellen, bald beim Tourhafen eventuell. Der Toaster ist da, es gibt Toast, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Pub-Quiz. Ja, oder? Ich finde es ganz witzig gerade so. Ja, warte, ich versuche das schon mal anzumachen. Ja, genau, lass doch mal gucken, weil ich meine, guck mal, weißt du, jetzt kommen ja immer noch mal ab und zu Leute dazu, ja. Wir geben allen die Chance, wir fangen ja sonst auch immer nicht pünktlich an. Ihr wisst ja, wie das ist. Hier kommen ein paar Fragen rein. Wir können ja mal eine Frage beantworten. Ja. Ist der Atlas aus den 80ern, fragt Rashid. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich gucke schon mal nach. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir kommen da ja später nochmal drauf zurück. So, soll ich hier die Eier auch schon machen? Nee, wir wollten ja nur gucken, ob das funktioniert. Achso, funktioniert? Ja. Aber die Bohnen haue ich schon mal rein. Ja. Kannst du machen. Muss noch ein bisschen warm werden. Genau. Währenddessen kann ich ja noch kurz was ansagen. Und zwar haben wir heute einen Ehrengast. Ja. Wir freuen uns sehr. Und zwar machen wir nachher auch eine kurze Pause. Mehr dazu später. Und während dieser Pause wird der gute Joe Estray ein Lied zum Besten geben. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Sören wird ihn auch fragen, vielleicht wie es ihm geht. Vielleicht mache ich das. Was er so erlebt hat bisher. Und du haust ab, oder was? Ich würde mich erst irgendwo anders ein bisschen gemütlich machen. Ja. Gut. Würde ich auch ja sagen. Wolltest du noch was erzählen? Nö, weiß ich nicht, nö. Keine Ahnung. Ich glaube, es sind auch alle bereit jetzt, ja, oder? Oder? Guck mal hier, wir haben tausende Leute. Irgendwer hat hier noch Probleme mit seinem Stream. Ist es nur bei uns quadratisch? Ja, keine Ahnung. Wenn man klickt, wird es 16:9. Danke. Ja, man sollte also klicken. Genau, klinge. Sieh an, sieh an. Okay, Freunde der Sonne, wir fangen an mit der ersten Runde Pub-Quiz. Haltet eure Zettel bereit, schreibt auf. Wichtig, keine Antworten in den Chat. Keine Antworten in den Chat. Ansonsten Hausverbot auf Lebenszeit. Falls wir jemals wieder aufmachen sollten, seid ihr nicht dabei. Streamverbot. Das sowieso. Und zwar, erste Kategorie, wir haben das alles ein bisschen umstrukturiert, ist heute Geografie und Tourismus, meine Damen und Herren. Okay, das hat ja schon mal super geklappt. Ich habe vergessen, dass Max uns Jingles gebaut hat. Mega geil. Ja. An dieser Stelle vielleicht einen virtuellen Applaus für Max. Könnt ihr in die Chats schreiben. Vielleicht mit einem Herz oder so. Ja. Gut, also Geografie und Tourismus. Erste Frage. Es geht um New York, meine Damen und Herren. Einmal kurz. New York, 65 Millionen Besucher im Jahr. Gleichzeitig nur 8,4 Millionen Einwohner in dieser Stadt. Also 65 Millionen Touristen. Ja, richtig. Das ist Wahnsinn. Das ist verdammt viel. Ist uns aber egal. Die Frage ist, es ist eine Multiple-Choice-Frage. Und zwar, New York liegt in etwa auf dem gleichen Breitengrad wie A. Rom, B. Casablanca, C. Berlin oder D. London, meine Damen und Herren. New York auf dem gleichen Breitengrad wie Rom, Casablanca, Berlin oder London. Schwierig. Ich wüsste es nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil du nicht weißt, was ein Breitengrad ist. Naja, können wir hier mal gucken. Wir können ja gleich mal gucken, Sören. Weil ich glaube, die Antwort hast du doch hier draus. Ja, aber nicht, dass die Leute jetzt auch auf die Idee kommen. Ihren Atlas rausholen? Ja. Stimmt. Hier ist noch die Sowjetunion. Okay, gut. Aber schon damals war das so. Schon gab es Breitengrade? Ja. Wer hat den Breitengrad denn erfunden? Magellan, glaube ich. Ja, Magellan, als er in Portugal... als er die Terrasse in Hamburg gebaut hat. Der ist los und das ist nicht... wir wissen ja gar nicht, wo wir sind. Wir entwickeln jetzt erstmal den Breitengrad. Gut. Ja, toll. Super. Gute Frage. Nächste Frage. Und zwar fahren wir in den Süden. Wir begeben uns in den Süden. Wir haben immer so ein bisschen Oberworte. Wie heißt das? Hauptkategorien, Nebenkategorien, Unterkategorien. Themen. Themenbäume haben wir uns gebaut. Und zwar... Themenbäume. Genau, wir kommen jetzt in den Süden. Ja. Und zwar, kurz und knapp dieses Mal, weil wir hier die ganze Zeit so schon so viel labern. Ich habe so einen trockenen Hals schon. Wieso? Das ist doch eine super Einleitung. Okay. Sollst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Ja. Okay, ich lese die Einladung vor. Es gibt eine Reihe von Städten, die den Anspruch erheben, südlichste Stadt der Welt zu sein. Hierzu zählen insbesondere Ushuaia in Argentinien sowie Puerto Williams und
Punta Arenas in Chile. Sehr gut ausgesprochen. Danke. Streit darüber, ab wann ein Ort als Stadt gelten kann, gibt es bestimmt. Die Frage lautet... Nein, gibt es. Achso, gibt es. Das ist sozusagen einfach eine Side-Information. Achso, es gibt einen Streit darüber, weil es ist so, also um das einmal kurz aufzunehmen. Ich bin gespannt. Es ist einfach so, und zwar sowohl Ushuaia als auch Puerto Williams und Punta Arenas behaupten oder beanspruchen für sich, die südlichste Stadt der Welt zu sein. Jetzt ist aber die Frage, und darüber gibt es einen Streit, ab wann ist ein Ort eigentlich eine Stadt? Das können wir nicht beantworten und ist auch nicht die Frage, aber darum geht's. Ist das nicht ab einer bestimmten Einwohnerzahl? Ja, aber darüber streiten die sich. Die einen sagen irgendwie 10.000, die anderen sagen 100.000 und so. Und je nachdem, wo man sozusagen die Messlatte anlegt, ist die südlichste Stadt eben eine andere. Gut. Letztendlich ist das ja aber auch egal, lese ich gerade. Weil die Frage lautet, welches ist eigentlich die südlichste Hauptstadt? Hauptstadt der Welt, meine Damen und Herren. Was ist oder welches ist die südlichste Hauptstadt der Welt? Din, 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 din. Ja. Wir gucken in die Kommentare. Harald Juhnke hat den Breitengrad erfunden. Ja, das kann natürlich sein. Oder Paul Breitner. Paul Breitner. Da muss Max auch lachen. Habe ich genau gehört. Okay, kurzer Hinweis vielleicht noch an sich. Falls ihr später dazu geschaltet habt oder so, auf der linken Seite seht ihr auch nochmal die Regeln. Sie sind gänzlich einfach, wir stellen Fragen und ihr holt euch einen Zettel und schreibt die richtige Antwort hin. Ja, wenn man kann noch einsteigen. Ist sie leider falsch. Ja, man kann permanent einsteigen. Ja. Genau. Warum erzählen wir auch noch jetzt? Warum erzählen wir später? Wir kommen jetzt erstmal zu Frage Nummer 3. Frage Nummer 3 der Kategorie Geografie und Tourismus lautet wie folgt. Es geht um Berge, meine Damen und Herren. Ah, Berge ist der Baum. Ich habe mir wieder hier ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar ist vielleicht ganz interessant, der Mount Everest wurde 6.871 Mal bestiegen und Stand Mai 2018, wir sind natürlich immer up to date, gab es 296 Tote, die versucht haben, da hochzukommen. Ist Reinhold Messner da auch hochgeklettert? Ja. Ich glaube schon. Der hat doch alle, alle Messner hat das gemacht. Alle Berge befahren. Messner, der hat auch alle Tunnel gesehen. Genau, und es ist so, das fand ich irgendwie auch noch ganz interessant. Falls sich der ein oder andere mal überlegen sollte, okay, Corona ist irgendwann wieder vorbei, ich könnte ja auch den Mount Everest besteigen, dann muss er ungefähr $15.400 in die Hand nehmen. So teuer. Für Sherpas. Nee, Schul. Das sind nur die Grundkosten. Was ist in den Grundkosten das weiß ich drin? Nicht. Wahrscheinlich die Sherpas. Weiß ich nicht genau. Aber ja, Lama. Lama, ja. Also $15.400 und man ist ab auf dem Mount Everest. Entdeckt wurde, hier, wusstest du das, mein Freund? Nee. Warum heißt der Mount Everest Mount Everest? Ist nicht die Frage, aber... Weiß ich nicht. Genau. Und zwar entdeckt wurde er 1856 durch Sir George Everest. So. Und der, Mount, das ist einfach der ja genau, der Namensgeber. Nee, aber ich dachte wirklich immer, wegen Mount Everest, von wegen, dass er für, also der Berg, der immer da ist sozusagen, der für immer da bleibt, weil er so groß ist. Der Mount Everest ist aber nicht so. Vielleicht der Typ ist ja immer so. Da gewesen. George Everest. Der ist immer noch da. Ja. Gut, ist uns auch wieder egal, war nur die Einleitung. Was wir wissen wollen, ist, wie heißt der höchste Berg Europas, meine Damen und Herren? Der höchste Berg der Welt, Mount Everest, wie heißt der höchste Berg Europas? Ist die Frage. Frage Nummer 3. Das ist korrekt, Sir. Könnt ihr ein bisschen lauter werden? Oh, die Pfanne! Ja, klar, wir sind ein bisschen lauter. Ja, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen gegen das Mikro lehnen. Ich mache jetzt erstmal die Bohnen auf. Unser Team-Chat geht nicht leiser. Ja, klar. Wir sind ein bisschen lauter. Die Regie regelt das bestimmt. Oh, die ist zu heiß, Sören. Nee, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Gut, die werden schön erwärmt jetzt. Ist das geil. So. Guck mal, der Geruch geht der Queen und Prince Charles direkt in die Nase. Genau. Also wir haben ja gesagt, es gibt keinen Telefonjoker, es sei denn, man erreicht Charles oder die Queen. Die dürfte man tatsächlich fragen. Gut, ich mach mal weiter, während du da am Köcheln bist. Ja. Nächste Frage, Oberthema, Themenbaum, wie wir jetzt schon gesagt haben. Weltraumtourismus, meine Damen und Herren. Es geht um den Weltraumtourismus. Der breitet sich ja so langsam unangenehm aus, kann man schon fast sagen. Also es gibt immer mehr Touristen. Aber unangenehm, der Weltraumtourismus. Naja, also Tourismus hat ja auch immer seine Schattenseiten. Ja, das stimmt. Der Mond, also die haben schon Schiss, dass das wie in Portugal wird. Ja. Oh, ne? Wer denn? Die Mondbewohner. Die Mondmensch. Auf der Rückseite. Ja.
die vom Mond die Rückseite. Da wer wohnt dann? Hitler. Hitler. Oh ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir machen lieber die Frage. Ja, wir haben ja eigentlich die eiserne Regel, dass wir nie über Diktaturen reden. Im Pub-Quiz. Ist das eine Diktatur auf dem Mond? Nee, wie was? Hitler, Mensch. Ja, Hitler, aber Hitler ist ja jetzt an sich... Diktator gewesen. Ja, gut, aber... Kann man nichts gegen sagen. Nee, kann man nichts. Sollte man auch nichts gegen sagen. Nee, sollte man auch nichts zusagen. Frage Nummer 4, Weltraum. Weltraumtourismus. Die NASA möchte die ISS, die Internationale Raumstation, für Weltraumtouristen öffnen. Das Ganze jetzt, meine Damen und Herren, ist eine Schätzfrage. Das heißt, ihr schätzt die Antwort. Nicht die Frage, sondern die Antwort. Und zwar lautet die Frage, wie viel muss eine Privatperson für den Hin- und Rückflug und ich denke mal auch für Speis und Kost. Nee, ist nur Hin- und Rückflug. Nur Hin- und Mehr Rückflug. Nicht. Wie viel muss eine Privatperson für den Hin- und Rückflug zur ISS zahlen? Also Kost und Logis an Bord ist angeblich frei. Nee, das kostet extra. Ach so, das kostet extra. Logo. Okay, das kostet extra, aber genau. Also was kostet es, um dahin zu fliegen, meine Damen und Herren? Genau. Hier kommt die Frage auf, seid ihr immer noch bei Frage 3? Ja. War das Frage 3? Nee, Frage 4. Das war Frage 4, ja. Achso, wir hängen ja auch hier mal ein bisschen hinterher, habe ich gelesen. Ja. Das so. Ist quasi wie die Verbindung zur ISS, ist nicht die schnellste. Ja. So, das war die erste... Kategorie. Erste Kategorie, die da hieß... Geografie und Tourismus, meine Damen und Herren. Ja. Wir machen weiter mit der Kategorie Sport und Hobby. Mats ab! Was köchelt hier, Sören? Achso, wir sind wieder auf Sendung, meine Damen und Herren. Achso, wir sind kurz, wir waren so vertieft hier in die Bohnen. Genau, dass wir, tut uns leid, wir machen das ja auch zum ersten Mal, deswegen nimmt uns das bitte nicht krumm. Und hier nochmal an Stefan, bitte keine Antworten in die Kommentare. Ne? Ja. Danke. Letzte Verwarnung, Fräulein. Wir machen weiter mit dem Thema Sport und Hobby. Wer ist dran, Sören? Sag es uns. Du, mein Lieber. Wenn wir das immer abwechselnd machen, dann bist du dran. Okay, und zwar... Oder nee, Quatsch, du hast eben gestellt. Ich bin dran. Du bist dran. Sport und Hobby. Sport und Hobby. Es geht um Folgendes, meine Damen und Herren. Viele Leute, zurzeit irgendwie Corona und so weiter und so fort, wenn sie nicht alleine zu Hause sitzen, spielen sie Brettspiele. Ja. So. Habe ich jetzt mir nicht nur überlegt, sondern habe ich auch schon gehört. Ist, glaube ich, so. Und zwar, der Klassiker aller Brettspiele ist natürlich, Mensch, ärgere dich nicht. Ist so, keine zwei Meinungen. Genau, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe rausgefunden, seit 2007 wird alljährlich am ersten Sonntag im Mai die deutsche Meisterschaft im Mensch, ärgere dich nicht im Wieslocher Stadtteil Bayertal ausgetragen. Wer hätte das gedacht? Ja, muss man wissen. Muss man wissen? Daneben findet deren Weltmeisterschaft seit 2012 am letzten Sonntag im August ebenfalls in Wiesloch statt. Wer also Weltmeister im Mensch ärgere dich nicht werden möchte, sollte nach Wiesloch fahren. Wo ist Wiesloch, Sören? Weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Ist, glaube ich, auch nicht weiter. Also ich glaube, in der Stadt gibt es nichts, außer Mensch ärgere dich nicht, einmal am letzten Sonntag im August. Ich glaube, es ist in Bayern. Ja, glaube ich auch. Kann jemand aus der Regie mal rausfinden, wo Wiesloch ist? Ja. Super. Genau. Übrigens ist der aktuelle Titelträger Klaus Stadelmeier. Vorher war es Udo Zimmermann, Mitglied des Teams Würfelterroristen. Ja. Wie heißt das? Wie was? Das Team? Das Team heißt Würfelterroristen. Ja. Aber er ist es nicht mehr. Also er war es mal, jetzt ist Klaus Stadelmeier, der war, glaube ich, teamlos, amtierender Weltmeister. Mhm. So, es geht aber um Folgendes, es ist tatsächlich wieder eine Multiple-Choice-Frage. Ah ja. Und zwar geht es darum, dass, also in welchem der folgenden Länder heißt das Spiel Mensch ärgere dich nicht, Chinese, meine Damen und Herren, in einem der folgenden Länder heißt das Spiel nicht Mensch ärgere dich nicht, sondern es heißt Chinese. Die Frage ist, in welchem? Mhm. Ist das A, Frankreich, B, Polen, C, Italien oder D, die Niederlande? Frankreich, Polen, Italien oder Niederlande, wo heißt Mensch ärgere dich nicht Chinese? Ah ja, okay. Das ist eine gute Frage, Sören, die du dir da aus dem Hemdärmel geschüttelt hast. Gezeugt hast. So sind langsam, ne? Ja, die sind gleich auf jeden Fall. Ich mach jetzt mal die Eier rein. Ja. Gut. Wir können ja auch eine kleine Abstimmung machen, wenn wir hier gerade so schön sitzen.
Und zwar haben Sören und ich auch überlegt, ob wir nicht auch eine kleine Kochsendung machen sollten. Wenn da Interesse besteht und potenzielle Geldgeber im Spiel sind, könnt ihr euch bei uns melden. Ja, aber wir kochen, was wir wollen. Wir kochen, was wir wollen. Wahrscheinlich aus diesem Buch hier. Aus dem Biobuch oder auch hier draus. Ja, vielleicht. Mal gucken. Aber erstmal machen wir weiter mit dem Pubquiz. Und zwar das nächste, wir werden mathematisch, meine Damen und Herren. Und wir sind immer noch bei Sport und Hobby. Für manche ist Hobby, ist das Hobby Mathematik ja ein Hobby. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Okay, ich lese die Frage vor, bevor ich mich hier verstricke in Widersprüche. Und zwar lautet die Frage: Ein Franzose hat auf seinem 7 Meter langen Balkon einen Marathon absolviert. Er brauchte ungefähr 7 Stunden. Die Frage lautet: Wie oft musste der Mann hin und her laufen, um den Marathon zu absolvieren? Wie oft musste der Mann hin und her laufen, um den Marathon zu absolvieren? Er brauchte ungefähr 7 Stunden bei einem 7 Meter langen Balkon. Balkon. Balkon de la Chanson. De la Chanson. Ich glaube, die Eier wären gut, mein Freund. Boah, aber die Pfanne ist wack. Ah, oh nee. Ja. Dreh runter. Weiß ich nicht. Doch. Scheiße. Ja, es wird schon. So. Ich habe eben gefragt, ob es potenzielle Geldgeber gibt. Zeig doch mal in die Kamera, wie das so aussieht. Oder? Ja. Das geht das noch nicht. Nicht, dass die Eigelbs kaputt gehen. Sieht man das? Ein Einser Eier werden das. Unsere Kamera ist hier ausgefallen. Unser Laptop ist ausgefallen. Ja, ist gut, ist gut. Okay, machen wir weiter mit Frage Nummer 3, oder? Die brauchen ja noch ein bisschen hier. Ja, wir sollten mit dem Toast sollten wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja, es riecht. Ne? Okay, Frage Nummer 3. Wir kommen zum Cocktail. Viele Leute sind ja heutzutage nur noch am Saufen und sitzen zu Hause. Und das ist der Zeitgeist. Genau. Liebe Grüße an Andi Bauer an dieser Stelle. Ja, richtig. Es geht um Folgendes. Vorausgesetzt, ihr hättet Bock, ein Cosmopolitan zu trinken, dann braucht ihr 5 Zutaten. Das heißt, ein Cosmopolitan besteht aus 5 Zutaten. Und eure Aufgabe ist es jetzt hier beim Pubquiz, 3 dieser Zutaten, also mindestens 3 dieser Zutaten zu nennen. Ah ja, okay. Also es ist quasi meine Aufforderung anstatt eine Frage. Ja, es ist eine Aufforderung. Eine Invitation ad offerendum. Habt ihr mal rausgefunden, wo Wiesloch liegt? Ich habe es im Chat gepostet, ich dachte, du würdest das sehen. Achso, nee, ich bin jetzt wieder... Das ist eine Stadt mit rund 26.000 Einwohnern im nördlichen Baden-Württemberg. Ah ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt auch die 5. Beschwerde von Nils hier im Chat. Begrüßen wir sehr. Ja. Gehen wir auch drauf ein, wir sollen uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Alles klar, machen wir, kein Problem. Bitte beleidigt uns auch noch ein bisschen mehr im Chat. Ich kann dir Frage 3 nochmal wiederholen. Oh. Das war keine Frage, das war eine Aufforderung. Aber dann machen wir trotzdem. Er meint vielleicht insgesamt Frage 3. Was denn insgesamt Frage 3? Naja, das war ja jetzt sozusagen Frage Nummer 7. Nee, Sören, nee, komm, fang nicht mit so einem Scheiß an. Die letzte Frage sollen wir wiederholen, oder was? Hier stand, könnt ihr Frage 3 wiederholen? Ja, ja, ich glaube nicht, dass er das meint. Frage 3 war... Nee, Sören, das meint er nicht. Na, wie heißt der höchste Berg... Ach nee. Das ist aber... Wie heißt der höchste Berg Europas, war die Frage. Ja. Okay, okay, alles klar. Ist so. Ich dachte, er meint vielleicht jetzt aus dem... Nein, das war, da haben die gerade eben gestellt, Mensch. Ja, Sören, du weißt, mit was für Leuten wir es hier zu tun haben. So. Jetzt bin ich durcheinander. Wo sind wir denn? Ich bin auch durcheinander hier jetzt. Ach so, wir haben nur 3 Fragen zu der Kategorie. Ja! Ach so! Ja, ja, ja. Genau. Das ist ja ehrlich. Na gut, wie lange sind wir schon auf Sendung? Halbe Stunde? Bummelig eine halbe Stunde. Nicht eine halbe Stunde. Guck mal, jetzt kann man sie langsam lösen. Ah, siehst du? Ja. Wir brauchen Salz. Salz. Wir brauchen Salz. Kann jemand Salz? Hat jemand kurz Zeit, um ein bisschen Salz zu bringen? Sehr gut. So, ich hoffe, das war jetzt Zeit genug. Ja, Heißerberg auch. Vielen Dank. Eine Prise Salz. Super, danke. Gut, ich würde sagen, dass wir schließen diese Kategorie ab. Sport und Hobby. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir hatten Spaß. Wir hatten richtig viel Spaß. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Bitteschön. So,
So, da sind wir schon wieder zurück. Unglaublich, meine Damen und Herren. Wie heftig das hier eigentlich abläuft. Es flutscht. Was wir gleich nochmal hören, ich habe gleich nochmal so eine kleine Sache, die wir versuchen können. Ja. Erinnere mich dran. Okay, aber erstmal gelangen wir jetzt zu ernsteren Themen, oder? Ja. Es geht um Politik und Gesellschaft. Ihr habt es gerade in der Matz gesehen. Das heißt so. Das heißt Matz. Ja, ja, sehr gut. Logo, wir sind im Fernsehen, Mensch. Ja, ja. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ja. Hast du schon gesagt? Nee. Mach Freude ruhig. War noch nicht. Mach ruhig. Ja. Tu dir keinen Zwang an, mein Freund. Ja, gut. So richtig ernst ist das nicht. Ist eigentlich erfreulich. Bin ich überhaupt dran? Ja, ne? Nee. Nee, du bist dran. Entschuldigung. Nee, ich war gerade. Ich drehe mir noch mal eine Zigarette. Ja. Mach das mal. Okay, Politik und Gesellschaft. Wir haben das Thema ältere Menschen, beziehungsweise sogar ältester Mensch. Also quasi Risikogruppe 3, oder? Gibt es 3? Auf jeden Fall Hochrisikogruppe. Hochrisikogruppe, meine Damen und Herren. Älteste Mensch. 333. 333. Und zwar folgendes passiert bei dem Typen. Er hat 3 Kinder, 10 Enkel und 25 Urenkelkinder. Kurz nach seinem Geburtstag ist dem Engländer Bob Wayton eine besondere Auszeichnung verliehen worden. So alt, wie er ist, derzeit kein anderer Mann. So alt, wie er ist, derzeit kein anderer Mann. Achso, so alt, wie er ist, ist derzeit Nein, kein anderer Mann. Nein, so alt, wie er ist. Achso, so alt, wie er ist, derzeit kein anderer Mann. Ich habe die Frage verstanden. Danke für den Hinweis. Die Frage ist nämlich auch ganz einfach, wie alt ist Bob Wayton? Also wie alt ist der älteste Mensch? Aktuell. Aktuell auf diesem Planeten. Oh, Layton ruft an. Nee, das stimmt nicht. Der älteste Mann. Der älteste Mann. Richtig. Auf diesem Planeten heißt... Bob Wayton. Und die Frage ist, wie alt er ist. Du stellst immer so komische Schachtelsätze. Was? Achso, wir sind ja noch live. Hm? Sonst können wir uns immer unterhalten, normalerweise. Wir können ja mal kurz ein paar Internas ausplaudern. Normalerweise haben wir es ja immer so, dass quasi zwischen den Fragen geht ja die Musik an. Und dann können Sören und ich immer so ein bisschen lästern über die Teams, was für dumme Antworten gegeben wurden und so weiter und so fort. Können uns auch ein bisschen beleidigen oder auch loben. Das kommt selten vor. Loben. Wir loben uns ab und zu auch. Ich lobe dich sehr gerne. Sören, passiert machst nur du nur nicht so. Passiert nur selten. Das ist auch wenig Anlass. Ja, genau, und das machen wir immer so währenddessen. Dann kriegen wir ab und zu ein Getränk gebracht. Manche Leute freuen sich über die Fragen. Apropos, eigentlich können wir noch mal einen Schnaps trinken, oder nicht? Ich habe nichts dabei. So. Nee? Aber wir haben ja hier nette Leute in der Regie. Ja, sehr gut. Großen Applaus noch mal für die Regie. Ja, einen virtuellen Applaus. Guck mal, die ganze Bude klatscht. Okay. Ja, Frage hast du gestellt, ne? Ach, jetzt geht schon wieder der Laptop aus. Ja, das ist sowieso hier abgestürzt, habe ich das Gefühl. Danke. Ja, wofür denn? Na, weiß ich nicht. Cosmopolitan, für einen Cosmopolitan. Achso, ja. Okay, gut. Politik und Gesellschaft ist nach wie vor der Themenbaum, mit dem wir uns beschäftigen. Und wir kommen zu Frage Nummer 2 aus dieser Kategorie. Es geht um die Pflege, meine Damen und Herren. Die Pflege ist ja heutzutage auch ein Thema, was sozusagen viele Leute zu Recht beschäftigt. Denn natürlich sind die Leute, die im Pflegeheim sitzen müssen, besonders gefährdet, genauso wie der älteste Mensch. Wir hätten es gar nicht Politik und Gesellschaft nennen sollen, sondern alte Menschen. Wir kommen zum Themenbaum alte Menschen. Und zwar geht es um Folgendes. 3/4 aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause betreut. Die Frage ist, wie viele Menschen leben in Pflegeheimen? So. Das meine ich. Was ist das? Das ist so eine komische Aufbau. Ja? Ja. Stimmt. 3/4 werden zu Hause betreut. Und die Frage ist, wie weit ist der Mond entfernt? Nein, die Frage ist, wie viele Menschen leben in Pflegeheimen? Guck mal, die sind auch pflegebedürftig. Ja, ist mir schon klar, aber es ist halt so. Wenn man Fuchs wäre, würde man jetzt schreiben, 3/4 sind pflegebedürftig. 1/3, das ist natürlich aber falsch. 1/4. Ach, was weiß ich. Ich gucke jetzt hier nochmal nach den Eiern. Ich glaube, die sind gut. Ich glaube auch. So. Wir haben gar nicht die Deckeltaktik angewendet. Wir haben ja keinen Deckel hier. Wir sind so arm. Wir haben nicht mal mehr einen Deckel. Im Molotow gibt es gar nichts mehr. Nee. Kein Deckel. Gibt es hier eigentlich auch irgendwo einen Spendenaufruf auf der Seite? Nö, ne? Ja. Ja? Wird auch eingeblendet? Mhm. Sehr gut. Ja, deswegen, Leute, wenn ihr uns engagieren wollt zum Kochen, wir können auch was anderes aus Eiern, außer Eier. Ihr könnt uns engagieren. Was ihr müsst dann aber, ihr müsst dann aber eine Spende ans Molotow machen. Ja. Ne? Gut. Das ist sehr wichtig.
Frage 2 haben wir gestellt. Mach doch mal weiter mit Frage 3. Alles klar. Oder? Kurz und knapp. Ganz kurze Frage. Wir sind beim Thema Corona. Wir wollten eigentlich keine Corona-Fragen stellen. Haben aber uns überlegt, dass wir eine stellen. Ja. Eine. Die erste und letzte Corona-Frage für heute und für das nächste Pubquiz auch vielleicht. Mal gucken. Frage lautet, in welcher deutschen Stadt gilt ab heute eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit? In welcher Stadt muss man ab heute einen Mundschutz tragen, wenn man rausgeht? So, ja. Mein Freund. Oh, ich habe gerade schon so eine fette Pizza gegessen, ey. Ja, jetzt gibt es noch ein bisschen. Hier, die Eiers. Sieht gut aus. Logo. Ich kann die ja mal kurz präsentieren hier. 1A Bio-Eier. Bisschen Bohnen noch? Vom Sörhahn. Vom Freiland Sörhahn. Ne, Bio. Bio Sörhahn. Aber ist Freiland. Oh. Nee, ist Bio. Ja. Aber sind Bio-Eier auch Freiland-Eier? Nein. Nee? Nicht zwangsweise. Vorsicht jetzt. Das reicht mir schon. Ein bisschen noch. Ja, das für die Optik. Ja. Hier, guck mal. Na? So. Können ja gleich mal gucken, ob Bio das auch in seinem Buch hat. Was denn? Eier. Ja, Baked Beans. Ja, ob er das kennt. Spiegeleier mit Bohnen sollte in jedem guten Kochbuch. Ja, definitiv. So. Sörhahn brilliant. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Lass uns lieber einen Schnaps trinken. Zum Anfüttern? Ja. Ein bisschen assi. Okay, Prost. Auf euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, freut uns sehr. Prost. Guckt überhaupt noch jemand zu? Ja, gut. 165 Euro. Oh, scheiße. Fanny hat recht. Wir haben das Toast vergessen. Oh, nein. Hast du schon reingepackt? Ja. Sind welche drin? Habe ich vorbereitet. Ah, sehr. Ja, Fuchs. Nee, genau. Wir machen doch jetzt, oder nicht? Ah ja, wir kommen jetzt zu was ganz, ganz Besonderem, meine Damen und Herren. Ich gucke noch mal kurz auf unseren Zettel, ob das stimmt. Ja, das stimmt. Wir machen jetzt die Auflösung. Die Auflösung. Ja, das ist tatsächlich ein sehr besonderer Moment für viele Leute. Für viele Leute. Denn es stellt sich jetzt heraus, wie blöd man ist oder wie klug. Oder wie klug. So, hast du einen extra Zettel dafür? Nee, das kommt gleich. Alles klar. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Okay, genau. Also wir machen jetzt einfach hier die Antworten. Frage Nummer 1 war ja, also Geografie und Tourismus, da waren wir stehen geblieben sozusagen, oder da haben wir angefangen, besser gesagt. Es ging um New York und die Frage war, auf welchem Breitengrad liegt New York? Ist das Rom, Casablanca, Berlin oder London gewesen? Falsch ist London, falsch ist Berlin, falsch ist Casablanca, richtig ist Antwortmöglichkeit A, Rom, meine Damen und Herren. Der Breitengrad Rom. Ja. Ist quasi richtig. Die ewige Stadt. Die ewige Stadt. Dann nächste Frage. Welches ist die südlichste Hauptstadt? War gefragt. Die südlichste Hauptstadt ist natürlich Wellington in Neuseeland. Ja, sehr gut. Frage Nummer 3 war, es ging um Berge. Wie heißt der höchste Berg Europas? Es ist natürlich der Mont Blanc. Der Mont Blanc. Besser bekannt als ein sehr guter Stift. Mit dem man sehr gut schreiben kann. Ja, mit diesem Stift kann man sehr gut schreiben. Dann sind wir beim Thema Weltraumtourismus. Ist das richtig? Weltraumtourismus, ja, ist ja, richtig. Ja. Wie viel muss eine Privatperson für den Hin- und Rückflug zur ISS zahlen? Es sind schlappe 58 Millionen Dollar, meine Damen und Herren. Nur um hin- und zurückzukommen. Nur wie gesagt, Kost und Logis kostet extra. Wenn ich du da das ein paar verstanden. Eier und Bohnen, kosten bestimmt 100 Euro oder so. Meinst du? 100 Dollar. 100 so. Dollar. Die 100 Dollar Bogen. Die Joggenfrage, nee, Quatsch, Sport und Hobby, ach ja, erste Frage bei Sport und Hobby. Also wir sind bei der Kategorie 2 sozusagen, Sport und Hobby. Erste Frage dort war, Mensch, ärgere dich nicht, heißt in welchem Land Chinese? Ich versuche es richtig vorzulesen, ich mache es bestimmt falsch, aber es macht mir nichts. Gott, da bin ich nicht dran. Ja, in Frankreich heißt das Spiel ungefähr so, T'en fais pas. Was ungefähr das gleiche heißt wie, ja, so, Mensch, ärgere dich nicht. Sowas ähnliches. Ist auf jeden Fall so ähnlich. In Italien heißt es, non tarabbiare. Arrabbiata. Non tarabbiare, kein Arrabbiata. Ich hätte gerne die Spaghetti Arrabbiata, aber non tarabbiare. Nicht scharf. Also quasi Napoli. Also. Ja, genau.
Das heißt quasi auch, Mensch, ärgere dich. Ach so. Genau. In den Niederlanden heißt es Mens ärger jen jet. Das klingt für mich überhaupt nicht niederländisch. Mens ärger jen net. Ja, du sprichst das auch einfach falsch aus. Mens ärger jen jet. Wie willst du es sonst? Also, jet. Vielleicht hast du das verwechselt. Da steht Niet, N-I-E-T. Wie soll man das sonst aussprechen? Niet. Niet. Ah, weil Niet ist ja eigentlich, weiß ich nicht, Russisch, Polnisch. Ja. Das heißt Mens ärger jen niet. Ja, Mens ärger jen niet. Heißt also auch Mensch ärger dich nicht. Röken in de Köken. Röken in de Köken. Röken? Röken in de Köken. Ah. Mit nee, Röken ist Dödenlake und Röken in de Köken. Mit der Heroine festlaufen. Mit der Heroine festlaufen. Okay, weiter gut, geht's. Also dadurch richtige Antwort, Polen. Tatsächlich, da heißt es so viel wie Chinchik ja. Oder so ähnlich, was Chinese heißt. Keine Ahnung warum, aber Mensch ärgere dich nicht, heißt auf Polnisch Chinese. Wenn jemand weiß, warum, vielleicht haben wir ja Leute, die des Polnischen mächtig sind oder die auch die Kultur verstehen, warum heißt das Chinese in Polen? Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich habe keine Ahnung. Dann kommen wir zu Frage Nummer 2 beim Sport und Hobby. Wie oft muss der Mann hin und her laufen, um den Marathon auf seinem Balkon zu absolvieren? Schlappe 6000 Mal ist Sören hin und her gelaufen. Nee. Doch. Ich habe keinen Balkon. Stimmt. War ich also nicht. So, warst alles du klar. Das? Du warst Frage 3, wir machen jetzt hier weiter. Ja, Entschuldigung. Außerdem werden die Eier auch kalt. Ja. Frage 3, der Cocktail Cosmopolitan besteht aus 5 Zutaten. Nenne mindestens 3. Ich habe dazu noch so ein bisschen Anmerkungen vorbereitet, wenn man was erzählen will. Muss man aber auch nicht. Ach, stimmt, ja. Ja, erzähl doch. Hau raus. Ja, das passt. Ich habe gerade gesehen, das passt überhaupt nicht zum Thema. Das ist so ein bisschen ja, wie bei aber dir so mache ich das ja auch immer. Vielleicht interessiert die Frage, Leute das. Genau, die Frage ist, die ich mir gestellt habe, warum heißt Cocktail Cocktail? Weiß das jemand hier? Aus dem Team? Nö. Klar, war klar. Und zwar gibt es mehrere, also man weiß es nicht. Ja. Das ist die richtige Antwort, man weiß es nicht. Es gibt viele Ideen, zum Beispiel, dass das aus Mexiko kommt, habe ich mir hier aufgeschrieben, keine Ahnung, ob das stimmt. Und dass da immer Hahnenkämpfe, ne, die berühmten Hahnenkämpfe haben da stattgefunden. Und nach jedem beendeten Kampf hat der Besitzer des Siegerhahnes das Recht, dem getöteten Hahn die bunten Schwanzfedern auszureißen. Und die hat er immer in seinen Drink gepackt. Ja. Quasi als, ne, so, ja. Als Deko. Ja. Und hat das, dann wurde das halt dann on the cock's tail. Ah. Ist eine Möglichkeit, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich finde die nächste Idee richtig geil. Ja, die finde ich auch sehr gut. Die ist so gut. Noch eine Erklärung. In einer US-amerikanischen Bar stand ein großer, hohler Hahn aus Keramik. Der Barkeeper schüttete am Ende des Tages alle übrig gebliebenen Getränke in den Hahn. So ähnlich wie dieser hier. Ja, das ist aber ein Huhn. Ja, stimmt. Genau, das hochprozentige Gemisch, das daraus entstand, wurde aus dem Schwanz des Hahnes gezapft. Vielleicht kannst du das aber quasi nachmachen. Was? Also, ja, so. Ja, wurde quasi hier rein, wird das jetzt reingezapft und wird auch zum Sonderpreis angeboten. Okay. Tatsächlich. Das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Ja, das reicht. Danke. Das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Immer mehr Leute haben das bestellt, das Mixgetränk, und haben das Cocktail genannt. Ja. Toll. Gut. Wer weiß schon, ob das stimmt? Ist ja auch egal, denn die Frage war ja so, nenne mindestens, genau, nenne mindestens 3 Zutaten des Cosmopolitan. Die Zutaten sind Wodka, Cranberry-Saft, Limettensaft, Cointreau oder Triple Sec und Crushed Ice. Das ist nämlich wichtig zu wissen, Crushed Ice oder Eis ist auch eine Zutat in der Cocktaillehre. Ja, richtig. Ja. Genau, sehr gut. Dann kommen wir zum dritten Teil, Politik und Gesellschaft, du bist dran, mein Freund. Ja, genau. Der älteste Mensch der Welt, der älteste Mann der Welt, Entschuldigung, ja, Bob Mann. Waiten. Worauf, worauf hat er gewaitet? Ja. Genau, aber ist auch egal. Wie alt ist Bob Waiten? Er ist 112. 112 Jahre alt. Bob waitet immer noch auf Urenkelkinder. Was? Weiß ich nicht, was. Okay, Pflege. Pflege. Es geht um die Pflege. 3/4, ja, die Einleitung macht keinen Sinn, deswegen egal. Wie viele Menschen leben in Pflegeheimen? Es sind 800.000 ungefähr. Um und bei 800.000 Leute leben in Deutschland in Pflegeheimen. Hätte ich gedacht, dass das mehr sind, muss ich sagen. Ja. 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 Gut. Aber ich nicht. Ja. Letzte Frage, Corona. Die Antwort, hier möchte jemand reklamieren. Sehr gut. Ja. Aber jedenfalls aus dem geistigen Grund. Die Anna, Hm?
möchte ich auch reklamieren. Hatte ebenfalls 3.000 aus dem... Oh, hier möchte jemand Hausverbot bekommen, weil wegen Klugscheißerei, habe ich ja das Gefühl. Genau, also die Sache ist die beim Pubquiz, das ist vielleicht die Regel, die sozusagen ungeschriebene Regel, dass wir immer Recht haben. Egal wie falsch die Antwort ist, wir haben trotzdem Recht. Aber wir nehmen das zur Kenntnis. Wir nehmen es zur Kenntnis und falls wir die Frage nochmal stellen sollten, was wir nicht tun werden, wäre deine Antwort vielleicht richtig. Wir haben auch 3.000. Wir geben das mal kurz hier in die Regie. Wir geben das mal in den Taschenrechner ein. Könnt ihr das mal kurz gegenchecken, was die richtige Antwort ist? Das müsst ihr mitlesen im Chat. Aber wie war die Frage? Achso, dazu kommen wir. Ja, gleich. Wir machen das schon. Checken wir checken das mal. Vielen Dank an Taimo und noch irgendwer hatte das auch, Anja und Marie. Ja. Vielen Dank für euren Input. Wir checken das. Dankeschön. Genau. Letzte Frage der Politik- und Gesellschaftsrunde und auch dieser Runde sozusagen. In welcher deutschen Stadt gilt ab heute eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit? Es ist Jena. In Jena muss man ab heute einen Mundschutz tragen, wie zum Beispiel den hier. Super guter Mundschutz von Clubkombinat, von der Clubstiftung. Könnt ihr kaufen und spenden. Wir kommen jetzt tatsächlich zu einer ganz besonderen Kategorie, die gab es vorher noch nicht. Warte, sind wir da jetzt? Ja. Und zwar ist es die Kuriosität des Tages. Ja. Und zwar haben wir uns folgendes warte. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt, meine Damen und Herren. Einer von uns beiden, also wir planen, das öfter zu machen. Also kommt drauf an. Vielleicht auch nicht. So. Wir hätten Lust, aber genau, wir haben uns überlegt, einer von beiden muss sich immer was Kurioses überlegen, beziehungsweise sieht irgendwas Kurioses und muss es dem anderen mitteilen. Ja. Und den anderen so ein bisschen beeindrucken quasi damit. Ich bin deswegen sehr gespannt, weil Nils hatte dieses Mal die Aufgabe, das zu tun. Und zwar möchte ich dich um Folgendes bitten, Sören. Das klingt vielleicht ein bisschen albern jetzt. Okay. Aber ich möchte Folgendes. Ich möchte, dass du das hier vorliest. Wirklich? Ja, ich möchte, dass du das hier vorliest. Ins Mikro auch bitte. Okay. was soll das denn? Los, lies vor jetzt. Krung Tep Mahanakon Amon Ratanakosin Mahintara Ayuntaya Mahadilok Fob Nofarat Ratchatani Burirom Udom Ratchanivet Maha Satan Amon Piman Avatan Satit Sakatataya Vizanukam Prasit. Richtig? Ja, ist richtig. Ja. Hast du gut gemacht. Warum habe ich dich das vorlesen lassen? Ja, es war irgendein Scheiß, den ich gerade vorgelesen habe. Ist es nicht, sondern das ist tatsächlich, was du gerade vorgelesen hast, ist die richtige. Ist quasi so wie, oder wie soll ich das am besten sagen, übersetzt, so fange ich an, übersetzt heißt das, Stadt der Engel, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras. Uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit 9 wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishnu kam, gebaut wurde. Um welche Stadt geht es? Um Bangkok. Ja. Bangkok. Klar. Das ist der Name von Bangkok. Ist das nicht kurios? Das ist der eigentliche Name Das ist der eigentliche Name von Bangkok. Also Bangkok heißt wirklich eigentlich so. Ja. So, meine Damen und Herren. Das finde ich tatsächlich kurios. Woher weißt du das? Habe ich, ist mir mal so, ich war mal in Bangkok und da konnte ich mich dran erinnern, wie hieß die Stadt nochmal, habe ich das kurz aufgeschrieben. Ja. Und dann habe ich sie gegeben. Das ist tatsächlich wahnsinnig kurios. Das ist sehr kurios. Ja. Super, vielen Dank, Nils. So, dann sehr gerne. Was machen wir jetzt weiter? Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen quasi eine kleine... Du machst quasi eine kleine Pause. Alles klar, und ich darf Joe Estray begrüßen. Ein Applaus. Hallo, Joey, komm zu mir. Möchtest du Eier? Möchtest du Bohnen? Ich muss ja jetzt gleich Segen haben. Ich kann nicht gleichzeitig essen. Gut, keiner will die Eier, keiner will die Bohnen. Aber es sieht wirklich, meiner Meinung nach... Guck mal, wenn du das hier noch wegmachen würdest, dann wäre es halt wirklich ein 1A-Gerät. Ich bin da absolut begeistert. Das können wir später essen. In Oklahoma würde man bestimmt $8 dafür kriegen. Mindestens. Ja, könnte man. Gut. Egal, wie geht's dir denn, Joe? Mir geht's gut. Ey. Ja? Es ist voll schön, hier zu sein. Ja, wir finden auch sehr cool, dass du hier bei bist. Bei euch in der geilen Hütte. Ja. Wo muss ich eigentlich hingucken? Ich kenne mir nicht so aus. Ja. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Aber ich gucke da auch nicht rein. Okay, besser ist. Vielleicht kriege ich aber auch gleich im Chat mal irgendwie so, guck doch mal in die Kamera, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn du möchtest, da ist die Kamera. Okay. Ja. Joe, du bist Musiker. Wie geht's dir denn im Moment? In deinem Musikdasein? Wahrscheinlich nicht so richtig gut. Also es hat so eine gute Seite und eine schlechte Seite. Also die schlechte Seite ist, wie wir alle wissen, all uns Musikern und Musikerinnen brechen sämtliche Einnahmen weg. Ich glaube, du musst ein bisschen
Die gute Seite ist, ich bin relativ viel zu Hause und komme mal runter, dadurch, dass keine Konzerte sind. Was auch nicht nur gut ist, weil ich es gar nicht ertragen kann, eigentlich diese ganze Ruhe. Aber es ist schön. Wie ein verlängerter Urlaub. Okay, noch wie Urlaub. Gut, du hast uns einen Song mitgebracht. Ich würde nämlich gerne meine Eier essen. Isst du mal deine Eier. Wenn jemand noch Fragen hat, die wir Joe fragen sollen, machen wir gleich sehr gerne. Aber ich würde sagen, du spielst einfach einen Song für uns. Ja, mach ich. Wir machen kurz Pause. Beziehungsweise lasst ihr es schmecken. Und ihr könnt quasi nach hier diesem Pubquiz um 20.30 Uhr auf meiner Website gibt es einen weiteren Stream heute mit Joe Stray. Da könnt ihr einfach auch noch reinschauen, wenn ihr Bock habt. Der ist sowas in der Art. Kurioserweise, das kann man vielleicht, ich hätte nämlich gedacht, dass Nils mir erzählen will, die Kuriosität des Tages ist folgende. Joe Stray spielt in einer Stunde auch in Karlsruhe, meine Damen und Herren. In Karlsruhe in einer Stunde zu sehen, im Kohi. Das sollte man nicht verpassen. Das Internet macht's möglich. Aber jetzt erstmal bei uns. Wir sind natürlich zuerst dran. Joe, viel Spaß. Vielen Dank. Went for a walk on the wild side. The deconstruction has begun. I saw it coming for a long time from afar, but I was too tired to act. Shelter in the wilderness, the deconstruction in full swing. For a moment we find rest and we forget, but are we ready? Are we ready yet? Hand in hand, try to escape. Are we ready yet? Arm in arm, we fall asleep. Are we ready yet? Side by side, keep crossing lines. Are we ready yet? Are these my hands you holding on to? Dreaming of a former love. Is there a guide to get along with these sadness? Is there a program to get over the pain? Like 30 steps I would take to come clean. The end of loneliness just feels like a dream, so it seems. Hand in hand, try to escape. Are we ready yet? Arm in arm, we fall asleep. Are we ready? Side by side, keep crossing lines. Are we ready? Eye for an eye, tooth for a tooth. Are we ready? Hand in hand, try to escape. Are we ready? Arm in arm, we fall asleep. Are we ready? Side by side, keep crossing lines. Are we ready? Are these my hands you holding on to, dreaming of a former? Are these my hands you holding on to, dreaming of a former? Are these my hands you holding on to, dreaming of a former love? Dankeschön. Viel Spaß noch mit dem Hahn und mit Nils und bis gleich dann beim Livestream aus Karlsruhe. Ich mach mich auf den Weg. Ciao, Leute. We'll be right back.
So, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Wir sind zurück. Die Eier haben wir leider immer noch nicht gegessen. Aber mache ich gleich noch. Ja, wir stehen die da jetzt hin. Genau. Kann man gleich sehen, oder? Kann man die hier sehen? Vielleicht können wir, weißt du, ich glaube ja, so ein alter Trick für quasi die Lebensmittelindustrie, ja. Wenn die so versuchen, dann hauen die WD-40 drüber, dann glänzt das. Ja. Und flutscht auch besser beim Essen. Überhaupt, wer es nicht weiß, WD-40 ist Mother's Little Helper für jeden Clubbesitzer. Braucht man für alles Mögliche. Auf jeden. Ist aber auch egal. Wir machen weiter mit folgendem Thema. Oder wollen wir noch, weiß ich nicht, gibt es was zu erzählen? Es gibt was zu erzählen, aber ja. Wir haben jetzt schon so viel erzählt. Nö. Okay. Und zwar machen wir das ja hier nicht aus Jux und Dollerei, meine Damen und Herren, sondern aus Spaß an der Freude. Und zwar wollen wir jetzt auch noch was ganz Besonderes loswerden. Ihr könnt das Molotow, dem geht es sehr schlecht, weil, ihr habt das mitbekommen, Corona ist unterwegs. Wir müssen alle ein bisschen aufpassen und deswegen versucht uns zu unterstützen, wenn ihr könnt. Es geht immer, wie gesagt, darum, wenn ihr könnt, wenn ihr einen Euro oder zwei überhaupt, unterstützt eure Kultur quasi, unterstützt die Läden bei euch im Viertel. Wenn es halt irgendwie bei euch möglich ist. Wir würden uns sehr freuen, ich glaube alle anderen Clubs auch. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, über das Clubkombinat auf der Seite so ein Bandana zu kaufen. Da werden die Einnahmen quasi verteilt auf alle möglichen Clubs. Es gibt die Möglichkeit, vom Molotow Merch zu kaufen. Bald gibt es auch wieder dieses Shirt. Das wird sehr viel nachgefragt. Das wird wieder produziert. Es gibt natürlich unseren allseits beliebten, mega geilen Hoodie. Er ist der Knaller. Es gibt dieses T-Shirt. Und, Sören, was gibt es noch? Es gibt noch das Molotow Must Stay T-Shirt, meine Damen und Herren. Es ist wunderschön, es sieht sehr gut aus und es sagt alles, was es momentan braucht. Richtig, genau. Andere Läden haben auch tolles Merch, also kauft euch am besten auch ein Shirt vom Knust, kauft euch eins vom Hafenklang, unterstützt die Kultur, damit wir irgendwo auch hingehen können, wenn dieser ganze Spuk wieder vorbei ist. Weil, wenn man ehrlich ist, das macht schon alles hier Spaß, irgendwie so das digital zu machen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn wir jetzt alle zusammen in der Minibar oder im Molotow Club sitzen würden und da gemeinsam Zeit verbringen. Deswegen versucht, wenn ihr könnt, die Clubs zu unterstützen und alle anderen Leute, die in dieser Krise für uns alle da sind. So, genau. Genug gelabert, weiter geht's mit wichtigen Sachen und zwar Klatsch und Tratsch. Das wäre eine tolle Überleitung. Klatsch und Tratsch, unser Lieblingsthema. Wir sind drauf gekommen, weil wir letztes Mal haben wir ein Special gemacht. War das letzte Special eigentlich? Das letzte Mal, ja. Das letzte Pub-Quiz, was wir sozusagen mit Publikum machen konnten. Dieses Jahr. Richtig. Naja, doch. Ja, dieses Jahr, ja. Es war vor einem Monat so, ungefähr. Bevor der ganze Wahnsinn losbrach. Es war Klatsch und Tratsch und wir hatten das Gefühl, die Leute fanden das sehr gut. Mhm. Und da wir jetzt ja irgendwie 6 Kategorien gemacht haben, haben wir uns gedacht, diese Kategorie sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Sehe ich auch so. Denn der Ernst des Lebens, den haben wir jeden Tag zu Hause. Wir können nicht rausgehen und deswegen sollten wir uns mit Blödsinn beschäftigen. Richtig. Hin und wieder zumindest mal. Klatsch und Tratsch, meine Damen und Herren. Kategorie 4. Themenbaum, wie wir ja heutzutage sagen. Themenbaum 4, Klatsch und Tratsch. Erste Frage. Es geht um Big Brother. Hi. Und zwar folgendes. Wer hätte das gedacht? Das Big Brother Haus gibt es noch. So, die Bewohner des Hauses wussten bis zum 17. März nichts von der Corona-Pandemie. Bis sich der Sender Sat.1 doch dazu entschied, ihnen mitzuteilen, was weltweit los ist. Das ist jetzt wieder eine super Einleitung von mir, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Die Frage ist nämlich, auf welches literarische Werk ist der Begriff Big Brother zurückzuführen, meine Damen und Herren? Big Brother, wo stammt dieser Begriff her? Warum sitzen die in einem Container? Und was soll das? Und warum gibt es hier Eier? Und warum sind die Bohnen immer noch auf dem Teller? Ist auch geil, ne, dass wir hier so Eier haben und einen Huhn. Ich finde sowieso, also wir haben versucht so ein bisschen, Nils und ich gehen eigentlich sehr gerne ins Pub, können wir natürlich gerade auch nicht machen. Große Empfehlung, kann man ja auch mal aussprechen, wenn man hier schon sitzt. Ja. Shamrock ist ein sehr schöner Pub, Irish Rover ist ein sehr schöner Pub. Wenn ihr gute Pubs kennt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Könnt ihr sehr gerne machen. Wir versuchen man sollte auch, wenn man wieder darf und sozusagen nicht nur in seiner eigenen Stadt ist, sondern generell in anderen Städten verweilen darf, sollte man immer in einen Pub gehen. Man sollte immer in einen Pub gehen. Ja.
Genau, und deswegen, also wir haben uns gedacht, wir machen uns quasi so ein kleines eigenes Pub. Deswegen haben wir hier, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, Charles und Camilla sind bei uns. Das ist nicht Camilla, das ist die Queen. Ach nee, das ist die Queen. Wir haben gedacht, wie immer, ja. Wir wollten zuerst Camilla, aber es gab kein gutes Date. Nee, und wir dachten auch, Camilla ist ja schon so ein bisschen... Ja, weil die fand Lady Di blöd. Ja, und sowieso, das war ja ein Riesenskandal. Ja. Charles und dann, ja, so. Du wolltest Lady Di aufhängen, aber ich gesagt, kann man nicht machen. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Das ist ein, oh, okay. Vielleicht hätten wir, dann müsste aber auch Camilla noch mit bei sein. Nee. Das Dreigespann. Lady Di ist halt ein Sympathieträger. Ja. So wie der Molotow muss bleiben, Bär. Ja, oder Andy Schmidt, unser Chef, meine Damen und Herren, ist auch immer bei uns. Ja, ist immer da. Trump haben wir auch dabei. Trump haben wir dabei. Die singende Klobürste. Genau. Ein paar Eier, Molotow-Dosen. Ja, es ist schön bei uns. Es ist schön bei uns, ja. Genau. Ist ja auch egal. Ist auch egal. Frage Nummer zwei. Du bist dran. Frage Nummer zwei, ich bin dran. Und zwar dreht sich alles um Eminem. Eminem ist in the house, meine Damen und Herren. Und zwar, dass er seine Kinder großgezogen habe, sei eine seiner größten Errungenschaften, sagt Rapper Eminem. Wie heißt der richtig, Sören? Marshall Mathers. Marshall Mathers. Ich frage mich ja, warum hat er sich nicht einfach Marshall Mathers genannt? Klingt halt viel geiler. Was für ein Name, Alter. Bin auch der Meinung. Aber vielleicht, wenn er Boxer geworden wäre. MC Marshall Mathers. Also da passiert ja, weißt du, da ist auch... Da passiert was. Der braucht gar nicht mehr rappen. Nee. Das ist schon so, wenn der angekündigt wird, ist die Show schon... Der ist die Messe gelesen. Ja. Auf jeden Fall. Egal. Das Ding ist durch. Wir kommen zurück zur Frage. Also Eminem meint, dass das Beste, was er je gemacht hat, seine Kinder großzuziehen. Sehr guter Typ. Die Frage... Nee. Ein weiterer Zusatz ist, besonders stolz ist er auf seine Tochter Hailey Jade. Hailey Jade, seine Tochter, er ist besonders stolz. Warum ist er besonders stolz auf seine Tochter? Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten, selbstverständlich. Und zwar, A, sie hat ihre Drogensucht überwunden. B, sie hat eine eigene Plattenfirma gegründet. C, sie engagiert sich für die Demokratische Partei. Oder D, sie möchte keine Kinder. Was ist richtig? A, B, C oder D? Warum ist Eminem stolz auf seine Tochter? Musik. Musik? Ja, der Jingle, den wir hören, der ist auf jeden Fall der Knaller. All Credits zu Max. Max hat das gemacht. Max Scharf, meine Damen und Herren, bester Jingle-Produzent Hamburgs. Wenn jemand einen Jingle braucht, ja, meldet euch bei mir. Bescheid, aber er ist teuer. Mhm. Er ist sehr teuer. Egal. Wir haben ihn uns geleistet. Das Pubquiz hat sich Max Scharfs Kenntnisse zu nutzen gemacht. Ja, man kann auch nicht nur mit Unprofessionalität hier irgendwie punkten. Das Internet berauschen. Das versuchen ja schon die ganzen Leute, die mitspielen. Ja, und die ganzen Podcast-Leute. Ah, Podcast. Ja. Oh. Vor allen Dingen hier normale Möwe und so. Oh, furchtbar. Super, super. Furchtbar. Ja, aber auch die... Also, könnt ihr das rausschneiden? Ich finde ja schlimmer die Leute, die sich das reinziehen, muss ich sagen. Die das machen, so, ja gut. Ja. Die können ja nicht nur vom Jingle produzieren leben. Ist halt so. Hört den Podcast Normale Möwe, er ist sehr gut. Nächste Frage. Frage Nummer drei. Es geht um den ESC, meine Damen und Herren. Klatsch und Tratsch, da darf der ESC nicht fehlen. Vollkommen logisch. Und zwar geht es um Folgendes. Eigentlich hatte er sich schon längst aus dem Showbiz zurückgezogen. Doch nach der Absage des Eurovision Song Contests in diesem Jahr hat Stefan Raab angekündigt, eine alternative Show aus dem Boden zu stampfen. Die Frage ist jetzt, wie soll diese alternative Show heißen? Wie heißt der alternative Eurovision Song Contest von Stefan Raab, meine Damen und Herren? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Klatsch und Tratsch hat immer sehr gute Fragen. Da hast du einfach, das ist einfach so dein Steckenpferd. Ja, Klatsch und Tratsch. Muss man einfach sagen. Ja. Sehr gut. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, wenn jemand selber mal recherchieren möchte und so weiter und so fort. Wir schauen heute ja auch ein bisschen hinter die Kulissen. Wir haben schon erzählt, dass wir Biolek und so. Ja, stimmt. Ne? stimmt. Und zwar promiflash.de kann man eigentlich vergessen. Ja. Wirklich. Ja. Oh, das war schon bei dem Special so näher. Ja, promiflash.de, das ist im Prinzip nämlich nicht erwähnenswert. Das ist quasi die Bild... des Klatsch und Tratschs. Ja, was ja eigentlich gut wäre dafür. Ja, stimmt. Aber Promiflash ist halt wirklich, da geht nicht so viel. Da kriegt man keine guten Informationen. Wo kriegt man denn gute Informationen, wenn du jetzt schon aus dem Nähkästchen plauderst? Ja, eher, also wenn es so um Royalties geht, Royals geht, meine ich, nicht Royalties, Royals, dann eher Bunte oder Gala. Also sozusagen die seriösen Klatsch und Tratsch-Medien. Auf der Internetplattform? Ja. Kaufen sollte man sich das nicht. Hm. Nee, aber genau. Okay.
Danke für den Tipp, Sir. Sehr gerne. Wir machen weiter. Nächste Kategorie. Und da sind wir wieder. Meine Hallöchen. Damen und Herren. Willkommen zurück. Aus der Werbung in Ihr Wohnzimmer. Weiter geht's mit dem Pub-Quiz. Ihr seid immer noch eingeschaltet. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau. Wir machen weiter. Und zwar, bin ich dran mit der Frage? Ja. Oberkategorie ist dieses Mal Elvis. Wir sind sehr große Elvis-Fans. Nee, Moment mal. Was? Kunst und Kultur. Es geht jetzt um Kunst und Kultur. Es geht um Kunst und Kultur. Ja. Jetzt, und jetzt geht's und um auch Elvis. Also auch um Elvis. Okay, alles klar. Es geht um Kunst und Kultur und auch um Elvis. Also erste Frage beschäftigt sich mit Elvis Presley. Und zwar lautet die Frage, kurz und knapp, welchen Beruf übte Elvis Presley aus, bevor seine Karriere als Musiker durch die Decke ging? Was hat Elvis gemacht, bevor er Musik gemacht hat? Also professionell Musik gemacht hat, meine Damen und Herren. Hat er vielleicht Podcasts produziert? Hat er Jingles produziert? hat er Bohnen gemacht? Hat er Bohnen gemacht? Eier gekocht? In Oklahoma? Oklahoma? Oder in Massachusetts? Massachusetts hat er versucht, die Queen zu heiraten. Man weiß es nicht. Ihr vielleicht aber schon. Genau. Was ist eigentlich mit unserem Toast? Ja, stimmt. Das geht man gar nicht raus wegen dem Ding hier. Oh, nicht da reinfassen, Mann. Doch, kann man. Da ist gar nichts passiert. Doch, doch, ist gut. Ja? Ist richtig schön geröstet. Guck mal hier. Das könnten wir uns übrigens überlegen, Gruß an Mario an dieser Stelle, ob wir das nicht beim nächsten Reeperbahn-Festival anstatt der Burger anbieten. Ja, Spiegeleier, Bohnen und Toast. Und Toast. So, ja. Also ich kenne hier jemanden, der hätte Bock drauf. Ja, ich würde auch noch eine Frage dazu stellen. Gegen Geld. Gegen Geld. Willst du noch eine Frage, dann noch 1 Euro mehr. So, ich hoffe, Nils konnte sich beraten mit seinem Team. Dann können wir jetzt weitermachen. Ja. Frage Nummer 2. Es geht um Soaps. Soaps im Wartesten, also Soap sowieso sehr wichtiges Thema im Moment. Ich bin dran, mein Freund. Genau, und das ist die Überleitung. Sören, Soap, ja. Wie stehst du so zu Seife momentan? Soap, wichtiges Thema. Das ist tatsächlich aber jetzt richtig cleverer Move von dir gewesen. Genau, vollkommen klar, wascht euch die Hände mindestens 85 Sekunden, dann kann nichts mehr passieren. Mhm. Seife, was so, ja. Die ist die Frage vorher. Richtig. Soaps. Was hast du denn hier gemacht? Jetzt sieht man schon wieder nichts. Was denn? Man sieht gar keine, jetzt die Kommentare nicht mehr. Ach, scheiße. Oh, wir sind nicht so affin mit der Technik, Leute. Tut uns leid. Gut, ich stelle die Frage Nummer 2 der Kategorie Kunst und Kultur. Es geht um Soaps. Und zwar, die älteste Soap Deutschlands wurde in 1758 Folgen ganze 34 Jahre lang ausgestrahlt. Nun wurde sie beendet. Die Frage ist, wie heißt sie? Die älteste Soap Deutschlands. Kann man wissen? Das ist eine gute Frage, Sören. Ja. Wo du das immer herholst, das ganze Fachwissen. Ja. So, guck mal, jetzt sind wir hier, nämlich sind wir wieder am Start. Ah, okay, alles klar. Aha, wir können ja mal gucken, wo sind eigentlich die Punks auf dem Kiez zurzeit? Ich hatte gestern frei und wollte Geldspenden verteilen, aber es war echt niemand da. Ernsthafte Frage. Ernsthafte Antwort, wenn ihr Spenden für Leute, zum Beispiel Obdachlose, abgeben wollt, die Kneipe, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sören. Elbschloss Keller. Dankeschön. Sammelt gerade Spenden ein, also Sachspenden, da könnt ihr Sachen abgeben. Ihr könnt bestimmt auch Geld abgeben, definitiv. Ich glaube, die haben auch online, könnt ihr da auch auf jeden Fall Geld überweisen, um dem Elbschlosskeller zu helfen. Die verteilen auch Essen an Obdachlose, ist eine sehr gute Sache. Also wenn ihr einen Taler über habt, ist der da auf jeden Fall auch sehr gut aufgehoben. Ansonsten suchen die wie immer Schlafsäcke, Klamotten, alles Mögliche. Sehr gute Sache. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage. 10 bis 12 kann man vorbeigehen. Ich höre gerade, von 10 bis 12 kann man im Elbschlosskeller vorbeigehen, um Sachen abzugeben. Genau, ansonsten Charlie Sheen macht bestimmt bessere Jingles. Glauben wir persönlich nicht. Glaube ich auch nicht. Nö. Und warum sollte der denn bessere Jingles machen? Wie kommt man denn auf so einen Kommentar? Ja. Und dann statt Kuchen, weiß ich auch nicht. Müssen wir sonst noch irgendwelche Kommentare beantworten? Habt ihr euch da... Nee. Gut ruhen aus der... Wie bei Hart oder... Hart aber fair. Was sagen denn unsere Zuschauer?
Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Ja, genau. So eine kleine Infografik. Ja, so eine so ein Infopool. Ja, wo eine raussucht, so, was die Leute malen, wie generell die Stimmungslage ist. So gut. Wen würden Sie wählen, wenn heute Wahlen wären? Ja. Wenn heute Sonntag wäre, wen würden Sie wählen? Was gibt es zum Thema zu sagen? Plassberg steht da, weiß auch nicht mehr weiter. Wir bleiben beim Thema Spenden, meine Damen und Herren. Richtig. Und kommen zu Frage Nummer 3. Und zwar lautet die Frage, wie kann man im Moment die Hamburger Kulturszene in diesen Tagen unterstützen? Es ist keine Multiple-Choice-Frage, ihr könnt da mehrere Sachen reinschreiben. Und dieses Mal ist bei dieser Frage auch gewollt, dass man den Chat benutzt. Das heißt, schreibt eure Antworten in den Chat, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man die Kulturszene unterstützen kann oder andere Sachen, die es sehr wert sind, unterstützt zu werden. Schreibt die in die Kommentare und spread the love. Spread the love. Diese Frage war natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Danke für den Hinweis, Sir. Sehr gern, mein Bruder. Mein Bruder. So, wollen wir noch mal einen Schnaps trinken? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Doch. Okay. Ich habe hier was vorbereitet. Ah, sehr gut. Wie bei Bioleck. Ja. Ist quasi wie bei Bioleck. Prost, mein Lieber. Auf Bioleck. Auf Bioleck. Und auf euch. Bio. Auf Bio kann man immer trinken. Jo. Mhm. Gut. So. Wir kommen zur 6. Kategorie. Und tatsächlich auch schon die letzte Kategorie. Oh. Sie ist dir persönlich ja ein besonderes Anliegen. Ja, ich bin ein großer Physik-Fan. Mich beschäftigt das mehrere Jahre. Ich beschäftige mich damit sehr gerne. Ja, da könnt ihr ruhig gucken. Ja, ja, nee, sie wollte nämlich gerade den Jingle abspielen. Ach so, genau. Wir sind live. Wir sind live im Monotalk, meine Damen und Herren. Immer noch. Unglaublich. Ja, übrigens, der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht, wo wir hier gerade sitzen. Wir sitzen im Backstage. Wir können euch ein Video empfehlen, wo man das Ganze mal von der anderen Seite sozusagen betrachten kann. Ist das schon online? Kann man das schon? Ich glaube, das ist online, ja. Ja. Und zwar MTV Cribs Made at Molotov. MTV ist extra vorbeigekommen, wollte halt wissen, wie es bei uns aussieht. Und so ein Typ, der auch Jingles produziert, hat gesagt, alles klar, ich zeig euch das Ding. Das Video gibt es, glaube ich, auf der Facebook-Seite und auch auf der Instagram-Seite. Guckt es euch an, dann werdet ihr vielleicht auch unsere kleine schöne Pappecke hier entdecken. Genau, sie ist sehr gut. Sie ist sehr, sehr gut. Genau, wir kommen, wie gesagt, jetzt zum Thema Biologie und Physik. Entschuldigung, ich wollte nicht dein Steckenpferd. Ist völlig in Ordnung, Sir. Biologie, Physik, Mathematik. Chemie? Panzer, 3000 km/h. Alles das Gleiche. Und so fort. Alles das Gleiche. Muss eine man Sache. Wissen. Muss man wir wissen. Machen weiter. Erster Themenbaum. Themenbaum ist auf jeden Fall das Wort, was wir uns definitiv merken sollten. Definitiv. Ach, guck mal, da in den Kommentaren sieht man jetzt tatsächlich Molocrips, der Backstage. Wenn ihr das ganz viel klickt, machen wir vielleicht auch noch andere Folgen, habe ich gehört. Das heißt, ihr müsst da ganz viel draufklicken, es ganz oft schauen und vor allem müsst ihr es Verwandten zeigen und auch Bekannten. Und dann drehen wir vielleicht noch eine Folge. Genau. Gut, also wir machen jetzt weiter. Vögel, es geht um Vögel, Ornithologe. Grüße an Fenjas Papa, kann man ja vielleicht mal sagen. Man kann, ja, man, sollte man auch. Herrn Möller. Herr Möller. Grüße an dieser Stelle. Ich würde sagen, sozusagen ein Hobby-Ornithologe, wie er im Buche steht. Wie er im Buche steht. Ich habe Bilder gesehen, die möchte man gar nicht sehen. Die konnte man auch gar nicht sehen. Nee, weil er ist so gut getarnt, dass man ihn gar nicht gesehen hat. Echt unglaublich. Falls er zusieht, Chapeau für diese Einlagen, die du da immer wieder der Natur zum Besten gibst. Genau. Wenn jemand Interesse an den Bildern hat, gegen Spende geben wir die raus vielleicht. Nee, aber es gibt ja so, er hat ja auch eine Seite. Thomas Möller Naturfotografie oder so. Ja, ich glaube auch. Könnt ihr mal kurz googeln? Ja. Kommt in die Kommentare. Kommt die Seite von Thomas Möller. Grüße an dieser Stelle. Richtig. So, wir machen weiter. Genau, Vögel ist ja das Thema, Ornithologie quasi. Die erste Frage lautet, warum fliegen Vögel oft in einer V-Formation? So, warum fliegen Vögel in einer V-Formation, meine Damen und Herren? Gute Frage, mein Lieber. Quasi die Merkel'sche. Umgedreht. Ah nee, dann ist ja ein A. Nee, das ist doch hier Rashid Bohemi. Das ist dein Hip-Hop-Projekt. Ja. Guckt Nick Merkel zu? Bestimmt. Nick Merkel? Ja. Genau. An dieser Stelle. Aber das kann man kaum erzählen jetzt. Nee, okay. Abbruch. Abbruch. Genau. Hier ist auch Abbruch.
Du drückst da immer irgendwas. Ich drück gar nichts. Der stürzt immer runter sozusagen. Nix. Doch. Okay. Ist so. Oh, man muss auch die ganze Zeit labern, ne? Das ist echt krass. Ja, also, vielleicht muss man das gar nicht. Vielleicht denken die sich auch, halt doch endlich mal die Schnauze. warum reden die permanent? Genau, warum wir nämlich, das kann man vielleicht auch kurz erklären, ja. Warum wir keine Musik abspielen, ist, so. Weil wir es nicht dürfen rechtlich, habe ich jedenfalls gehört. Es besteht die Gefahr, dass wir stumm geschaltet werden, was der ein oder andere wahrscheinlich gut heißen würde, aber wir aber das Schlechte nicht. Daran ist, dann könnte man uns auch nicht mehr hören. Sam, du bist ja so was clever. Gelernt. Gut, damit kommt und das ist auch eine einzige Überleitung. Es geht nämlich jetzt um das Wesen des Schalls. Ja, das Wesen des Schalls. Übrigens, Nils, wir haben gerade von unserer Mutter gehört, wir sollen uns nicht so oft ins Gesicht fassen. Oh, sie hat recht. Ja, sie hat auch recht. Egal. Es geht um das Wesen des Schalls, meine Damen und Herren. Okay, folgendes. Schallwellen sind Longitudinalwellen. Wer das noch nicht wusste, jetzt wisst ihr es. Longitudinalwellen. Sie gehen von der Schallquelle aus, einem schwingenden Körper. Für das menschliche Ohr sind in der Regel die Frequenzen 16 bis 20.000 Hertz hörbar. Alle hohen Frequenzen werden als Ultraschall bezeichnet, das weiß natürlich jeder. Die Frage ist allerdings, wie heißen die Frequenzen, die so niedrig sind, dass der Mensch sie nicht mehr hören kann? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Sozusagen das Gegenteil des Ultraschalls, wie lautet das? Das ist die Frage. Das Wort dafür. Das Wort dafür. Natürlich das Wort dafür. Der Tanz. Der Tanz dafür? Nicht der Ultraschalltanz, sondern der Tanz. Was ist denn der Ultraschalltanz? Keine Ahnung, kann uns bestimmt der Jingle Maker zeigen. Ja. Oder? Der Themenbaum. Was ist da los? Wieso wird an unserer Kamera gerockelt? Sie wird angerufen. Ah ja, unsere Kamera wird angerufen. Wir haben so eine moderne Kamera, dass man sie sogar anrufen kann. Willkommen in 2020. Es gibt nicht nur den Coronavirus, es gibt auch Kameras, die angerufen werden können. Sehr gut. Genau. Also wer, ich würde mir noch mal, auch wenn ich nicht sollte, aber ich drehe mir noch mal eine Zigarette. Wieso solltest du das denn? Ja, weiß ich nicht. Ist nicht gut. Wieso? Achso, wegen Corona. Nee, ach generell. Ja, du Sören, ich habe da kein Problem mit, aber du hast gar keinen Tabak. Jingle Master, hast du vielleicht eine Kippe da? Okay, ich würde sagen, wir haben uns wieder genug Zeit gelassen und machen weiter mit der nächsten Frage. Ja. Oberthema, Themenbaum ist das Herz. Das Herz. Das Herz. Das ist geil, ne? Das Herz. Das Herz. Es geht um das Herz. Es geht um das Herz. Eigentlich geht es immer ums Herz. Ja. Alles, natürlich. Was wir hier machen, ist fürs Herz und kommt vom Herz. Oh, Feuer auch? Sören, ich würde gerne die Frage vorlesen. Ja, Entschuldigung. Okay, ich die Sucht macht sich bemerkbar. Ja, ist auch in Ordnung. Danke. Das ist in Ordnung. Ich habe aufgehört, Leute. Ich rauche nicht mehr. Seitdem geht es mir sehr gut. Manchmal aber auch nicht. Deinem Herzen auch? Deinem Herzen geht es sehr gut. Okay, dann stell doch jetzt endlich mal die Frage, Mensch. Es schlägt immer fort. Ja. Okay, und zwar lautet die Frage ganz simpel, aus wie vielen Räumen besteht das menschliche Herz? Herz. Aus wie vielen Räumen besteht das menschliche Herz, meine Damen und Herren? Da fällt mir auch nicht mehr zu ein, muss ich sagen. Ja. Was ich dazu vielleicht noch sagen kann, Nee? Okay. Gut. Okay. Gut, dann halten wir jetzt alle die Schnauze. Vielleicht machen wir das mal kurz, einfach mal. Ja, oh. Echt. Oder ja. Ein kurzer Moment der Stille, meine Damen und Herren. Schwer auszuhalten, ne? So Stille? Ja, es gibt ja, da könnte man jetzt direkt wieder einsteigen. Es gibt ja sogenannte Stille-Kloster quasi. Da war Joe, war da mal. Ja? Ja, Joe war mal. Guck mal, wir sollten Joe ist, glaube ich, gerade in Karlsruhe, das ist das Problem. Ah ja, Joe ist ja live in Karlsruhe, ja. Stimmt. Joe ist gar nicht hier. Genau, und zwar, ja gut, er war da. Er könnte jetzt wahrscheinlich mehr darüber erzählen als ich, aber ich habe gehört, dass es diese Sachen gibt. Also Joe hat mir erzählt, der war da und das war halt super krass. Ich glaube, der war 12 Tage da und du darfst halt wirklich nicht reden. Ja. Also gar nicht. Ja. Der Einzige, der reden darf, ist dieser Meister-Dude und bei dem kannst du eine Sprechstunde anfragen und dann kannst du da hingehen und ihm sagen, wie es dir geht und bla bla bla.
Und dann ist Joe dahin, ich hoffe, ich erzähle es richtig, ist Joe dahin und meinte so, ey Mann, mir geht's voll schlecht, also körperlich, ich kann nicht pennen und ich liege jede Nacht wach und so weiter und so fort. Und während er da war oder das? Während er da war. Ja. Also du hast halt die ganze Zeit meditiert und nachts lagst du dann halt auf deiner Bude so und dann konnte er nicht pennen und er war total fertig und dann ist er zu dem Typen hingegangen und meinte so, ey, Alter, mir geht's voll schlecht körperlich, aber ich kann nicht schlafen und so. Und dann meinte der Typ halt einfach nur, okay, warum meditierst du denn nicht nachts, wenn du eh wach bist? Und das war so... Das war der Game Changer, oder wie? Nee, überhaupt nicht. Danach wollte so, Joe ihm einen auf die Schnauze hauen. hat er hoffentlich nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Emma, der hat es nicht gemacht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er es gemacht hat. Nein, ach Quatsch, das macht man ja auch nicht. Stell dir mal vor. Okay, dann habe ich die jetzt auf die Schnauze. Was ist denn das für ein Hinweis? Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall krass. Okay, weiter Gut. geht's. Es geht um Pflanzen, meine Damen und Herren. Frage Nummer 4. Wir kommen weg von der Langeweile, von der Tristesse. Fun Fact, das Gesuchte ist wohl verantwortlich für das Gefühl. Hier spukt es. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ein Timo einmal kurz. Raum heißt nicht gleich Kammer, sonst hätten wir Kammer gesucht. Ja, richtig. Es geht natürlich um die Herzräume, meine Damen und Herren. So, aber wir sind schon bei Frage Nummer 4. Es geht um Pflanzen. Kurz und knapp gestellt tatsächlich. Mhm. Keine lange... Nichts bringende Einleitung, sondern direkt zum Punkt, welches ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt? Kann man sich fragen. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Hier, die stellen wir jetzt ja nicht, ne? Das hast du auf dem Zettel. Ja, das habe ich auf dem Zettel. Das ist auf dem Zettel. Joe, ich habe gerade, achso, kannst du gerade? Nee, kann ja. Ich habe gerade davon erzählt, als du im Kloster warst, wo du nicht sprechen durftest. Ja, sind wir noch auf Sendung? Ja, wir sind auf Sendung. Also, ja, und, was hast du erzählt? Ja, dass du dem Typen erzählt hast, dass du nicht schlafen konntest. Ja. Und dass er dann gesagt hat, why don't you pray at night? Oder something like this. Ja. Ja. Alles Sau, ey. Ja. Und wir haben uns dann gefragt, hast du ihm dann in die Schnauze gehauen oder nicht? Ich habe ihm ordentlich an die gelacht. Ja. Okay, also wir haben es gerade falsch erzählt. Joe hat ihm tatsächlich in die Fresse gehauen. Bist du dann rausgeflogen? Ich bin dann geflüchtet tatsächlich. Ah, er ist dann geflüchtet. Also er hat ihm in die Fresse gehauen und ist dann ganz schnell abgehauen. Er hat ihn niedergestreckt und ist losgezogen. Ja, okay. Das ist hart. Gut. Ja, liebe Zuschauer, uns fällt gerade auf, wir haben gerade tatsächlich schon die letzte Frage gestellt. Oder? Ja. Ist doch so. Man sollte trotzdem in der Leitung bleiben, weil genau. Wir machen noch die Auflösung und danach gibt es noch was ganz, 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 ganz heftig Besonderes. Ja, und tatsächlich auch was Wichtiges, falls ihr bisher das Quiz sozusagen mitgemacht habt, denn es gibt natürlich auch einen Preis, es gibt auch was zu gewinnen und dafür ist die letzte Frage essentiell. Deswegen, wir machen jetzt erstmal die Auflösung von Themenbaum 4, 5 und 6. Und dann... Themenbaum hat auch immer eine andere Bedeutung. Und dann gibt es noch eine letzte Frage vielleicht oder so. Irgendwas wird noch passieren. Auf jeden Fall. Gut. Gut, genau. Erste Frage war, da ging es um Big Brother. Wir sind bei Klatsch und Tratsch. Erste Frage, Klatsch und Tratsch, Thema Big Brother. Auf welches literarische Werk ist der Begriff Big Brother zurückzuführen? Es geht natürlich um 1984 von George Orwell. Das heißt, 1984 ist die richtige Antwort. George Orwell hat einen extra Punkt gegeben. Ja, Frage Nummer 2. Ihr könnt euch also quasi eine 2... Sternchen. Ja, ein Sternchen oder ein X oder eine 2 oder sonst was. Frage Nummer 2, Eminem. Er ist super stolz auf seine Tochter Hailey Jade. Die Frage ist, warum? Es liegt nicht daran, dass sie sich für die Demokratische Partei engagiert. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das tut. Sie hat auch keine eigene Plattenfirma gegründet und sie hat auch nicht ihre Drogensucht überwunden, denn sie ist immer noch super abhängig. Ist das so? Nein, weiß ich nicht. Nein, ja, weiß ich nicht. Es ist alles auf jeden Fall Quatsch. Sie muss ja ein bisschen älter sein, denn richtig ist, sie möchte keine Kinder. Sie wird sich wahrscheinlich jetzt nicht mit 10 gedacht haben, ich möchte keine Kinder. Und Eminem denkt sich, boah, ich bin mega stolz auf dich. Vielleicht war es auch so. Stolz darauf? Ich glaube, weil er sich halt denkt, ja, das ist sowieso schlecht für die Welt und so. Corona. Ja. Was weiß ich, Klatsch und Tratsch. Ist ja nur eine Frage. Das ist halt, was die Leute wollen. Machen, tun. Weil hier ist noch, es gibt mehr Räume im Herzen als Kammern. Richtig. Aha. Danke für den Hinweis. Das ist genau richtig. Ja, aber Moment mal. Nee, das ist genau richtig, Sören. Ja, das ist ja auch richtig. Ja. Das habe ich doch gesagt. Man darf ja Hinweise geben. Aber es ist ja nicht richtig. Es war ja nicht die Frage. Nein, aber die Aussage ist korrekt. Ja, die Aussage ist korrekt. Das habe ich ja nicht gesagt.
Es ist, also die Aussage, endlich Motorbooty-Freikarten, ist natürlich auch korrekt. Nee, das ist wahrscheinlich, das ist der Preis. Nee, das ist ja nicht der Preis. Aber denn das denkt Herr Lübbers. Ja. Herr Lübbers war nämlich oft beim Pub-Quiz und weiß, dass die sensationellen Preise sensationell sind. Ja. Okay. Wobei, die Zeiten, als wir noch Motorbooty-Freikarten rausgehauen haben, sind ja lange vorbei. Inzwischen gibt es immer nur noch einen kleinen Piccolo. Aus dem Hause? Egal, ob man gewinnt oder verliert. aus dem Hause St. Pauli-Perle, vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob die noch aufhaben. Weiß ich auch nicht. Wenn die noch aufhaben und ihr sozusagen einem Getränkehändler eures Vertrauens etwas Gutes tun wollt, dann bestellt bei glashüttegetränke.de oder so. Haben die eine Internetseite? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall Glashütte Getränke. Im Karoviertel. Richtig, Spitzenbetrieb. Und die machen auch einen sehr guten Eigensekt namens St. Pauli-Perle. Ja. Genau, wenn ihr auch mal in der Sendung genannt werden wollt, schreibt uns eine Mail an pubquiz@molotov.org. Frage Nummer 3. .org. Frage Nummer 3. ESC, wir sind wieder beim ESC. Der ESC wurde abgesagt, Stefan Raab springt natürlich wieder ein. Und wie soll die Sendung heißen? Sie heißt leider nicht Raab in Gefahr, sondern sie heißt Free European Song Contest. Der FESC. Mhm. Sehr gut. Wir springen zu Kunst und Kultur, Themenbaum 5. Und es ging um Elvis. Der Themenbaum ist das, was du gesagt hast. Kunst und Kultur ist die Kategorie. Ja, Kunst und Kultur, Themenbaum 5. Nee, Elvis ist der Themenbaum. Ach echt? Ja, das ist ja das Bescheuerte. Ach so. Gut, wir kommen zum Themenbaum Elvis. Weil es gibt ja immer nur einen Zweig. Das ist ein sehr kleiner Baum. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ja. Ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Ja. Okay, gut. Also Elvis, welchen Beruf übte Elvis Presley aus, bevor er seine Karriere als Musiker startete? Er war tatsächlich kein Jingle-Produzent und er hat auch nicht den Normale Möwe-Podcast gemacht. Auch wenn das der ein oder andere denken könnte. Richtige Antwort ist, er war LKW-Fahrer. Richtig. Wenn ihr also Trucker hingeschrieben habt, ist das auch korrekt. Ja. Wahrscheinlich hat er auch sehr viele Bohnen mit Spiegeleiern gegessen. Ja, das glaubt man. Er war nämlich wahrscheinlich in Oklahoma unterwegs. Auf der Überholspur. Nee, er hat da Weizen abgeholt. Ja, das könnte sein. Es war wirklich so. Ach, das ist doch keine Scheiße. Glaubst du oder glaubst du nicht? Nee, glaub ich dir nicht. Elvis Presley war super viel als LKW-Fahrer in Oklahoma unterwegs. Du weißt doch gerade erst seit 10 Minuten, dass er LKW-Fahrer war. Okay. Reicht's mir langsam hier. Also, wir kommen zur Seife. Soaps, die älteste Soap Deutschlands. Welche ist es? Wie heißt sie? Sie heißt Lindenstraße. Lindenstraße ist die älteste Soap Deutschlands, meine Damen und Herren. Das war easy. Frage Nummer 3. Wie kann man die Hamburger Kulturszene in diesen Tagen unterstützen? Wir haben gesehen, ihr habt in den Chats super viel Richtiges sozusagen verlauten lassen. Von uns noch vielleicht ganz kurz der Hinweis. Grundsätzlich gebt eure Tickets nicht zurück, wenn ihr schon welche gekauft habt. Kauft euch Merch, schon erwähnt. Checkt zum Beispiel auch mal Be My Quarantine, eine sehr gute Initiative im Internet. Be My Quarantine, vielleicht können wir das nochmal in die Chats hauen. Und natürlich kauft euch Tickets für die Molotow Geistershow, meine Damen und Herren. Ich glaube, auf der linken Seite sieht man da irgendwie auch einen Link oder irgendwie sowas. Da wird es übrigens auch keinen Pubquiz geben. Es wird leider keinen Pubquiz geben. Sehr gut sogar. Noch wird es sonst irgendwas geben. Es wird einfach nichts geben, aber ihr könnt euch Tickets kaufen. Das ist so genial. Genau. Und ansonsten, ja, wir haben viel dazu gesagt. Checkt das aus. Ihr seid alle richtig geil. Seid ihr. Wir machen weiter. Wir kommen zu Biologie und Physik. Themenbaum Vögel. Und zwar, warum fliegen Vögel oft in einer V-Formation, war die Frage. Thomas Möller könnte diese Frage natürlich mit links beantworten. Wir beantworten sie auch. Und zwar, um Energie zu sparen. Aufgrund der Thermodynamik, gehe ich mal von aus, haben sie weniger Gegenwind, wenn sie in der V-Formation fliegen. Ja, und oder? Jetzt komme ich. Ich glaube nämlich, dass der Tarnkappenbomber, ja, wirklich, der Tarnkappenbomber der US-Armee, ist ein V, und zwar, weil die sich, glaube ich, dachten, ja, damit, die fliegen ja auch unterm Radar mit dem Ding, und es ist eine V-Form. Es ist dieses schwarze was V. Was ist mit dem Radar? Also quasi ist die richtige Antwort, warum die Flügel, weil sie nicht vom Radar erkannt werden. Nein. Ach so. Nein, das war nur ein Side-Effekt. Der hatte wieder gar nichts damit zu tun, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte ist, das haben die, glaube ich, auch gemacht, um sozusagen besser gleiten zu können. Ja, und nicht die ganze Zeit Flugzeug. Richtig.
Ja, verstehst du? Deswegen. Das muss natürlich der Tarnkappenbomber sein. So. Na klar. Ja. Gut, vielen Dank, Sir. Gerne. So. Nächste Frage. Wie heißen die Frequenzen, die so niedrig sind, dass der Mensch sie nicht hören kann? Ich bin dran. Sir, wie heißen sie? Ja, es geht, wie gesagt, um das Wesen des Schalls. Und diese Frequenzen heißen tatsächlich Infraschall. Ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich es gelesen habe. Und jetzt weiß ich's. Super, vielen Dank für deinen Beitrag. Jetzt, wir sind bei Frage Nummer 3, das Herz. Aus wie vielen Räumen besteht das menschliche Herz? Aus 4. Und zwar gibt es den Vorhof, 2-mal, das Atrium und 2-mal die Herzkammer, Ventrikel. So, das heißt, wir kommen auf 4. Weil, witziger Fact, nee, ist gar kein witziger Fact. Witzig nicht. Nee, ist nicht witzig, ist herausragend. Es ist einfach ein Fact. Es ist ein wahnsinnig guter Fact. Ist ein wahnsinnig guter Fact. Und zwar wird der Beginn der Herzchirurgie auf den 9.9.18, das muss man sich mal reinziehen, 1896 datiert. Ja. Da hat Mr. oder Frau, ich weiß es nicht, Frau oder Mr. oder sonst was, Rehn in Frankfurt eine Herzstichverletzung erfolgreich durch direkte Naht verschlossen. Krass. Das ist schon abgefahren, Alter. 1800, gab es da schon Penicillin überhaupt? Nee. Nee, und was hat das jetzt mit den Räumen zu tun? Ja, jetzt kommst du mit irgendwelchen Fakten, die gar nichts mit der Frage zu tun haben. Na, darum geht es ja nun nicht. Ja, es geht aber ums Herz. So, ihr habt jetzt wieder was gelernt. L. Rehn, 1896, direkte Naht und das Herz pumpte wieder. Das ist schon abgefahren, Alter. Voll, auf jeden Fall. Da kann man nichts zu sagen. Stell dir mal vor, du kommst irgendwie... Bist du Arzt und dann kommt ja jemand da, hier, er hat einen Stich ins Herz und du bist so, nee, dir das wieder zusammen. Ja, aber was würdest du denn machen? 1896, keine Ahnung, Alter. Ich würde sagen, gut, dass es geklappt hat, aber an sich würde ich auch auf die Idee kommen, dass man das wieder schließen sollte. Du würdest auf die Idee kommen, 1896, dass man das Herz näht? Ja, ist jetzt irgendwie... Sören, mach mal weiter. Ist jetzt eine krasse These, aber an sich würde ich doch denken, okay, da ist eine Wunde, ich mach die wieder zu. Ja, genau, aber doch nicht in... Ja, was willst du denn sonst machen? Einfach sagen, ich mach gar nichts, oder was? Weiß ich nicht. Du bist natürlich nicht wieder super schlau. Warum wird da hinten in der Regie gelacht? Weil ihr geil seid. Ja, okay. Wir haben gerade den Post gemacht zu die vier Räume des Herzens. Unsere vier Räume unseres Herzens heißen Club, Skybar, Karate, Keller und Black. Oh. Ja. Das Gut. ist sehr schön. Okay, egal. Frage 4, Pflanzen. Sehr gute Überleitung. Vom Herz geht es natürlich direkt zur Pflanze. Die Frage war, welches ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt? Es ist natürlich der Bambus. Viele wissen das. Man weiß das zum Beispiel, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, dass in Dubai, Abu Dhabi und so weiter und so fort der Bambus genutzt wird, um quasi Geländer hochzuziehen. Ist das so? Ja, weil der halt so schnell wächst, dass dann verbindet sich das alles super schnell und so. Also die packen das quasi so zusammen mit Bast und so. Krass. Aber dadurch, dass dann noch weiter wächst, dann wird es halt richtig stabil. Das wusste und so ich machen die das. Abgefahren. Ja, du wusstest ja aber auch noch was anderes. Ja, ja, ich kenne nur die, das ist halt eine Foltermethode. Ja. Das kenne ich. Die Bambusstrafe. Drakonische, ja. Da wird der... Folternde. Der zu Folternde, der Gefolterte, ja. Wird auf den Rücken, habe ich nämlich, ist noch was anderes, geschnallt und dann wird er auf so eine Bambuspflanze gelegt und die wächst in seinen Körper rein. Ja, durch sein Rektus. Zum Beispiel. Durch sein Rektum. Der kann auch, die haben bei Mythbusters, kennt jemand noch Mythbusters? Ja. Da haben die das mal nachgestellt mit Gelatine und die haben tatsächlich, das Ding ist halt innerhalb von, keine Ahnung, 4 Wochen oder so, komplett durch den Körper durch. Mhm. Hat sich durch den Körper gewachsen. Durch den Gelatine-Körper? Ja. Was, also ja, quasi, was ist das Pendant? Boah, das ist ja krass. das ja nicht mal bei Kuriosität nehmen soll. Boah, das, ja, heftig. Aber das war's auch. Genau, das war's, genau. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, alles richtig habt, dann seid ihr richtig gut. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Es bringt euch aber nichts. Es bringt euch tatsächlich nichts. Weil wir haben lange überlegt, wie werten wir jetzt aus? Also wie machen wir, also quasi wie küren wir den Gewinner? Ja.
Und was kriegt der überhaupt? Ja. Das können wir vielleicht zuerst beantworten. Ja. Was kriegt der genau? Was er kriegt, ist tatsächlich, deswegen kommen wir noch, wir haben ja am Anfang gesagt, wir kommen noch mal drauf zurück. Und zwar gibt es diesen Dirke-Atlas, der die letzten Jahre quasi im Molotow Backstage verstaubt ist. Den gibt es zu gewinnen. Aus dem Jahre 1976. Von 1976, ein Dirke-Atlas. Die Sowjetunion war noch da. Hier ist die Sowjetunion. Der eiserne Vorhang war noch da. Frankreich ist auch noch da. Frankreich war noch da. So. Offene Grenzen gab es wahrscheinlich nicht, aber. Ja. Und wahrscheinlich haben schon sehr viele Leute damit rumgespielt und ihre dreckigen Musikerhände daran gelabt. Aber waren bestimmt auch Casper. Wieso denn eigentlich immer Casper? Ja, ist mir jetzt als erstes eingefallen. Ja, Casper, ja. Sag du doch mal eine Band. Casper. Ja, welche Bands jetzt? Weiß ich nicht, ich glaube, keine Ahnung, wenn die Ramones nicht so früh gestorben wären, dann. Ja, aber die haben den ja nicht in der Hand. Dann hätten sie ihn aber angefasst. Was ist das denn wieder für Blödsinn? Naja, ihr wisst ja alle, wie viele gute, tolle Bands im Molotow schon gespielt haben. Genau, und die haben alle diesen Dirke-Weltatlas angefasst. Ganz egal. Egal, ihr kriegt den zu gewinnen. Aber leider nicht, wenn ihr jetzt bisher alles richtig gemacht habt. Das bringt euch leider gar nichts. Ich stelle den mal hier vorne. Sondern wir machen jetzt Folgendes. Wir stellen jetzt gleich noch eine Schätzfrage. Und diese Schätzfrage entscheidet darüber, wer gewinnt und wer leider nicht gewinnt. Richtig, es ist quasi wie beim Fußball, wer früher mal Fußball auf dem Bolzplatz gespielt hat, letztes Tor entscheidet. So. Es ist quasi völlig egal, wie der Spielstand vorher war oder wie er jetzt gerade ist. Auch wenn ihr euch natürlich selber auf die Schulter klopfen solltet, wenn ihr bisher gut abgeschnitten habt. Genau, worüber ihr könnt, wir uns... Ja, ganz kurz, ihr könnt auch gerne euren Punktestand in die Chats schreiben. Ja. Wenn ihr super schlecht wart, dann solltet ihr es vielleicht nicht machen. wenn ihr sehr gut wart, dann... Könnt ihr das machen und irgendwie euch freuen, wenn jemand anderes schlechter war oder wie auch immer? Ich würde mich auch freuen, wenn wir Antwortzettel zugeschickt bekommen. Ja, tatsächlich. Macht ein Foto von euren Antwortzettel und postet die bei Instagram oder schickt sie uns. Ja, und wir können die dann veröffentlichen oder so. Wir würden uns tatsächlich sehr darüber freuen. Ja. Genau, aber also, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Wir stellen jetzt gleich eine Schätzfrage und wer diese Schätzfrage richtig beantwortet, und zwar folgendermaßen. Jetzt bin ich gespannt. Im Chat, das heißt also diese Regel von wegen nichts in den Chat schreiben, was die Antworten angeht, ist jetzt aufgelöst. Ihr schreibt jetzt gleich die richtige, hoffentlich für euch richtige Antwort in den Chat und wer sie als erstes dort postet und recht hat, sozusagen, also die richtige Antwort als erstes, der gewinnt. Falls es länger dauern sollte, weil alle falsch sind, dann gewinnt natürlich derjenige, der am nächsten dran ist. Wir werten das aus. Gibt es eine Zeitlimit? Ja, und zwar ungefähr, was machen wir, 30 Sekunden? Weiß ich nicht. Was sagt wie lange geht unser Pubquiz-Jingle? 20 Sekunden? Nee, dann lass eine Minute machen. Eine Minute. Ja. Okay, einmal, genau, der Jingle. Ja, wir sollten den Jingle nochmal abspielen. Auf jeden Fall. Okay, dann brauche ich ja gar keinen, ich habe gerade meine Stoppuhr-Funktion. Nee, genau, also wir stellen die Frage, dann habt ihr eine Minute lang Zeit, um die Frage richtig im Chat zu beantworten. Und wir haben hier die Fachjury, die hinten dann sozusagen auswertet, wer den Dirke-Atlas gewinnt. Genau. Oder? Ja. So, wer stellt die Frage? Ich stelle die Frage und du liest vor. Also die Einleitung. Okay, ja, es gibt natürlich wieder eine Einleitung. Und zwar geht es um Folgendes. Ich hoffe, alle sind jetzt bereit und mit ihren Sinnen sozusagen, die Sinne sind angespannt. Folgendes. Stell dir vor, du fliegst in deinem Raumschiff von der Erde zum Mond und von da aus zum Jupiter, um deine Homies in der Quarantäne zu besuchen. Die Frage ist, wie viele Kilometer fliegst du im Schnitt? Von der Erde zum Mond und von da aus zum Jupiter, wie viele Kilometer fliegst du im Schnitt? Genau, es gibt ja ab sofort eine Minute Zeit. Füllt den Chat. Viel Glück. Los geht's. Da jetzt okay, sehr gut. Wir haben gerade gehört, es gibt noch keine Antwort. Ja. Daher würde ich sagen, wir verlängern das Ganze. Nee, ich würde sagen... Es gibt ja keine Antwort.
Nee, die erste Antwort gewinnt, oder? Trink ja, aber mal einen Schnaps. Die erste. Nein. Es geht los. Ja. Genau, jetzt warte mal ab. Wir trinken jetzt, pass mal auf, mein Freund. Wir trinken jetzt ganz entspannt nochmal einen Schnaps. Ja. So. Insgesamt, ja, natürlich insgesamt. Ja, pass mal auf. Ich trinke jetzt nochmal, ich drehe mir nochmal eine. Christoph Bechler ist am Start. Ja. Guck mal, jetzt geht's hier los. 1,5 Milliarden Kilometer. Ja, könnte sein. Mhm. 1,5 Millionen, das ist auch eine gute Frage. Mhm. Weiter, wir brauchen noch. Was machst du denn, Sören? Bin wieder da. So, ihr trinkt jetzt mal einen Schnaps. Und wenn ihr den Schnaps getrunken habt, dann ist es hier aber sowas von erledigt. Ja. Alles klar, Leute, ihr habt noch Zeit, bis Sören und ich einen Schnaps getrunken haben. Und ich drehe mir noch schnell eine Zigarette. Es geht aber richtig flott jetzt hier. 42, 42. Die Ramones sind nicht früh gestorben, das stimmt allerdings. Es war natürlich, doch, als Band schon. Ja, es waren natürlich alternative Fakten. Ah, unser Laptop ist wieder aus. Die Regie ist richtig hier am Ausrechnen. Ja, die kommen gar nicht mehr hinterher. Bitte hören Sie auf anzurufen. Die Leitungen sind überlastet. Genau, so ist das gerade beim Amt. So ist das gerade beim Amt, wenn du Kohle haben willst. Nix. Ich würde ja dafür plädieren. Max, hast du noch mal, ist auf jeden Fall schon eine Antwort, die ist sehr nah dran. Oh. Max, hast du noch mal Feuer? Eine Antwort ist schon mal sehr nah dran, haben wir gerade gehört. Als kleiner Tipp. Ja, das sehe ich auch gerade. Oh ja, das ist sehr nah dran. Ich glaube, ich weiß, welche Antwort du meinst, Max. Die vor einer Minute gepostet hat, oder? Ja. Prost, Sören. Ja, also so. Wir trinken den Schnaps und dann war es das. Ja? 5, 4, 3, 2. Schluss. So, gewonnen hat wer? Max, sag es uns jetzt. Eileen, so, was ist los? Jetzt kam genau in diesem Moment die gleiche Antwort nochmal rein. Jetzt haben wir zwei Menschen, die den gleichen Tipp abgegeben haben, der jeweils am nächsten dran ist. Das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Und zwar haben wir nämlich zwei Atlasse, Atlanten. So, ja, wo ist der zweite? Guck mal nach. Wir haben, glaube ich, zwei da. Ja, was habe ich gesagt? Hier kommt der zweite Biergewächs-Atlas. Wir waren natürlich vorbereitet auf diese Situation. Dieser Atlas stammt von... Wann ist der? 1986. Ah ja. Guck mal, dann haben wir einmal 76 und aber so, der sieht viel besser aus. Ja, muss ich auch sagen. Abgefahren. Ja, gut. Sind die Gewinner Silvia und Mia? Ja. Silvia, genau, beide haben gewonnen. Silvia und Mia haben gewonnen. Die richtige Antwort, können wir ja auch direkt sagen. Genau, oder? Ist 778,6 Kilometer. Und hier Millionen. Millionen Kilometer, Entschuldigung, ja. Und hier wurde zweimal gesagt, sowohl von Silvia Maraun als auch von Mia Karlsson, 700 Millionen. Das ist am nächsten dran. Richtig. Dadurch gewinnt ihr beide einen Dirke-Weltatlas. Der eine von 76, der andere von 86. Woo. Da kann man sich doch nicht beklagen. Sensationelle Preise, wie immer hin. Bei uns. Ja, wir desinfizieren sie selbstverständlich vorher. Ja. Bitte schickt uns eure Adresse an, keine Ahnung, per Mail, per WhatsApp, per molotov@molotovclub.com. Und wir schicken euch die Atlanten zu und packen vielleicht auch noch ein kleines Gimmick, wie man heutzutage sagt, dazu, oder? Vielleicht kriegt ihr WD-40. Wer weiß das schon? Was gibt es noch zu sagen? Wir essen jetzt erstmal unsere Eier. Wir essen jetzt gleich unsere Eier. Ja, machst du es echt noch? Klar. Okay, machen wir gleich noch. Wir danken euch auf jeden Fall fürs rege irgendwie Zuschauen und Kommentieren und so weiter und so fort. Mega nice. Krass. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mein Mund ist total fusselig. Meine auch. Aber das ist in Ordnung. Genau, bleibt sauber, bleibt zu Hause, passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, seid für eure Liebsten da, seid für die Menschen da, die gerade gefährdet sind oder die sich es nicht leisten können, zu Hause zu bleiben, weil sie vielleicht kein Zuhause haben. Ist immer noch ein Privileg, deswegen passt auf euch alle auf und versucht die Schwächsten in unserer Gesellschaft irgendwie zu unterstützen. Ist super wichtig. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir kommen nochmal wieder, ansonsten checkt den Molotow-Kanal, wir machen jetzt immer mal wieder irgendwelche Livestreams. Checkt Joe is Trey auf Instagram und Facebook. Freitag ist, glaube ich, die Übertragung von einer Party. Ja. Von Friday I'm in Love. Friday I'm in Love am Freitag. Und am Samstag haben wir die Zigaretten live aus dem leeren Molotow. Und Sonntag die große Sonntagsshow.
Es gibt also einiges zu sehen. Wie gesagt, wir danken euch fürs Zuschauen und Zugucken und hoffen, dass wir euch irgendwie den Abend so ein bisschen leichter machen können. Wobei ich mich persönlich freuen würde, ist, wenn wir zum Abschluss nochmal den Jingle abspielen können. Ja, ich finde ihn super. Ich finde auch, wir sollten jetzt nochmal den Jingle hören und damit verabschieden wir uns und sagen danke und tschüss. Tschüss, vielen Dank.